Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Containment Project 1. Dies sind die Worte von Publius Septimus Tertio. Containment Project Auswertung. Datenlog 1. Name: Qua Ek Daku. Verwaltungsbereich: Leiter historischer Auswertung der Containment Project Anlagen auf SOL 001. Datum: 5. Tag des 4. Monats. Jahr 372 nach Gründung der Republik. Berechtigung erteilt. Die folgenden und ausgewählten Einträge stammen aus seinem Haus aus DR-44. Während unserer Untersuchung des Ortes stießen wir auf zahlreiche Schriftrollen, geschrieben von einem Jungen namens Publius Septimus Tertio. Wir sind der Ansicht, dass diese Schriftstücke in Verbindung zu Tagebüchern aus DE-1920 stehen. Siehe dazu Einträge zu DE-1920 McEwan Auto Tagebucheinträge. Rolle 1. Eden des September. 762 ab Urbe Condita. Salve. Mein Name ist Publius Septimus Tertio. Mein Vater gab mir diese, wie auch die anderen Schriftrollen, als vorzeitiges Geschenk. Ich bin 16 und in 3 Monaten werde ich ein Mann sein. Die Bulle um meinen Hals zeugt noch von meiner kindlichen Unschuld. Wie man meinen Namen unschwer erkennen kann, bin ich das dritte Kind in meiner Familie. Diese besteht aus meinem Vater Lucius Septimus, meiner Mutter Rea Terentia, meiner älteren Schwester Lucia Septima, 16 Jahre alt, meinem älteren Bruder Terentius Silvius, 17 Jahre und benannt nach meinem Großvater Silvius Varro und mir. Mons Petrae. So heißt die Stadt, in der ich lebe, in der ich geboren wurde und wahrscheinlich auch sterben werde. An die 2000 Menschen leben hier in dieser Stadt, die irgendwo zwischen Eboracum, Lindum und Mamukium liegt. Ganz genau weiß das niemand. Hier gibt es auch nicht wirklich irgendwelche großen Hügel, Täler oder Schluchten. Dafür zahlreiche Felder, Wälder und Auen, bevölkert von Rehen, Elchen und Wölfen. Natürlich sind wir nicht allein. Gen Norden gibt es einen Bacchus-Tempel, gen Westen ein Dorf der Bretonen. Und dazwischen Steine. Mons Petrae, Hügel der Steine, so heißt die Stadt, in der ich lebe. Der Name bezieht sich auf einen Kreis uralter Steine auf einem Hügel, laut den Bretonen so alt, dass selbst sie nicht wissen, was die mysteriösen Gravierungen auf ihnen zu bedeuten haben. Nun ja, wie auch immer. Die erste Rolle ist schon fast wieder voll. Werde die Rollen durchnummerieren, damit ich sie ordentlich sortieren kann. Memo an mich selbst. Vielleicht erst das Geschriebene durchlesen, bevor ich mich in jedem Absatz wiederhole. Rolle 4. 5. Nonen des Oktober. 762. Ab Urbe Condita. Ich weiß nicht, was ich über den heutigen Tag sagen soll, denn laut meinem Vater soll ich heute zum ersten Mal in ein Lupinar. Und das, obwohl ich die Toga Virilis erst in 2 Monaten tragen werde. Aber wie dem auch sei, ich werde dem Ganzen stoisch gegenübertreten. Jupiter, gib mir dennoch Kraft. Entgegen meiner Befürchtung war es nicht so schlimm wie angenommen. Ich erhielt etwas Geld von meinem Vater und wurde von einem Freund dessen dorthin begleitet. Dieser lieferte mich gewissermaßen einfach ab, da er noch einige Geschäfte zu erledigen hatte. Ich sah mich um, schaute auf die Fresken an den 4 Wänden, die mich umgaben. Mänaden, Nymphen, gut gebaute junge Männer.
die Spezialitäten der Damen. Das alles sollte die Lust in mir wecken. Was jedoch geweckt wurde, war meine Aufmerksamkeit. Denn auf dem Tisch der Domina Lupinaris sah ich etwas Merkwürdiges. Es waren definitiv Münzen, doch sahen sie nicht wie jene aus, die uns Römern bekannt sind. Falls ihr aus irgendeinem Grund kein Römer seid, dann lasst mich euch erklären, dass jede unserer Münzen aus nur einer Art Metall besteht. Es gibt Kupfer, Silber, Gold etc. Diese vier, die ich dort auf dem Tisch allerdings sah, waren gänzlich anders. Sie waren komplett rund, silbern, mit einem goldenen Ring. Ich verstehe nicht, was darauf stand, doch kann ich es aufschreiben, da ich es mir gut eingeprägt habe. T-W-O-P-O-U-N-D-S. Keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß nur eins. Römisch ist es definitiv nicht. Jedenfalls hatte ich scheinbar so lange auf das Geld gestarrt, dass ich zusammenfuhr, als mich die Domina Lupinaris ansprach. »Hey, was machst du da?« rief sie. Und ich starrte sie an, als ob sie Medusa selbst sei. Mein erster Reflex war es, davon zu rennen, jedoch besann ich mich auf meine stoische Erziehung, stand mein Mann und erklärte ihr mein Anliegen. Sie nickte, verschwand und kam dann mit drei jungen Frauen und zwei jungen Männern wieder. Aus Zugzwang entschied ich mich für eine junge Nubierin und ging mit ihr aufs Zimmer. Ihr wollt wissen, wie es war? Nun, als Stoiker werde ich nur sagen, dass ich das tat, was man von mir verlangte. Ach ja, ich habe die Hausherrin nicht auf die merkwürdigen Münzen angesprochen, auch nicht den Mann, der vor mir das Lupinar verließ. Predie des November 762 ab Urbe Condita. Seit dem Eintrag in Rolle 4 sind einige Wochen vergangen. Kaum zu glauben, 9 Rollen habe ich seitdem beschrieben. Beidseitig, versteht sich. Habe Vater sogar gebeten, mir noch 10 weitere Rollen zu kaufen, damit ich alles Wichtige festhalten kann. Seit dem Tag im Lupinar habe ich mich gefragt, ob ich wirklich das gesehen hatte, was ich gesehen hatte. Ich redete mir ein, dass es wohl meine Nervosität bezüglich des Ganzen war und die Götter mir einen Streich spielten. Dass ich Dinge sah, die nicht dort waren. Doch nein, ich bin nicht verrückt. Es ist wieder passiert. Heute ist das Fest von Samhain. Ein Fest zu Ehren einer der Gottheiten des nahegelegenen bretonischen Dorfes. Laut ihrer Mythologie ist heute die Nacht, an dem sich die Welt der Menschen und die Welt der Ahnen und Geister am nächsten sind und man mit Letzteren in Kontakt treten kann. Ob das auch bei uns Römern funktioniert? Wie dem auch sei, gegen Abend formiert sich dann ein wilder Zug aus Musikern, Tänzern und Priestern. Er zieht vom Dorf mitten durch Mons Petrae, ehe der Zug sich dann auf den Weg zu den alten Steinen macht, wo die Dorfbewohner ihren Göttern Opfer für das kommende Jahr bieten. Das Beste daran? Fässer voller Alkohol. Neben Süßigkeiten und einigen kleinen Geschenken gibt es natürlich fässerweise Alkohol zu genießen. Ich selber trinke nicht sehr viel, Stoiker, ihr versteht, doch es ist interessant zu beobachten, wie selbst ein strikter Verfechter der leeren Katos wie Gaius Cornelius sich alljährlich hemmungslos dem Wein und dem Bier hingibt. Doch dieses Jahr ist es anders. Nicht nur, dass ich in 10 Tagen endlich ein Mann werde, sondern auch, weil ich nun weiß, dass ich nicht verrückt bin. Es fiel mir auf, als ich zusammen mit meiner Schwester und meiner Mutter in der Nähe des Forums stand, in der Parade bestehend aus maskierten und verkleideten Anhängern dieser fremden Mythologie zusah. Meine Blicke wandten sich ab und zu vom eigentlichen Geschehen ab, und ich ertappte mich, wie ich einige Augenblicke lang einfach
irgendwelche fremden Menschen anstarrte. Doch dann sah ich sie. Die Frau mit dem blauen Gewand und den langen, schwarzen, gelockten Haaren. Das war nicht das Komische an ihr. Was mir auffiel, war ein Schmuckstück an ihrer rechten Hand. Was sage ich Hand? Sie hatte es eng um ihr rechtes Handgelenk gebunden. Ich lief einige Schritte in ihre Richtung, versuchte so unauffällig wie möglich zu wirken. Scheinbar hatte sie mich wirklich nicht bemerkt und daher konnte ich weitere Blicke auf ihr sonderbares Schmuckstück riskieren. Es hatte ein goldenes Band und zwischen diesem befand sich etwas, welches ich nur als eine Art großes Auge bezeichnen kann, jedoch mit drei verschiedenen großen und breiten Nadeln drauf, welche sich beim näheren Hinsehen sogar bewegten. Ja, nur ein ferner Verflucht nochmal, ja, es war dämmerig. Und ja, ich hatte ein klitzekleines bisschen Wein getrunken, um in Feierlaune zu kommen, aber Hades soll mir meinen Obolus rauben, wenn ich lüge. Ich weiß, was ich gesehen habe. Selbst wenn wir annehmen, dass eine derartige Apparatur von einem römischen Ingenieur entwickelt worden war, was macht sie? Was ist ihr Sinn? Leider konnte ich die Frau nicht darauf ansprechen, da sie von mir weglief, als sie sah, worauf ich starrte. Ich versuchte ihr zu folgen, doch verlor ich sie im Gewirr der Gassen abseits des Forums, weswegen ich wieder zurück in Richtung Trubel lief. Die Feierlichkeiten sind vorbei und so langsam merke ich den Alkohol, wie er mir zu Kopf steigt. Allerdings möchte ich die letzten freien Stellen der Rolle nutzen, um über meine Entdeckung zu sinnieren. Vater sagt mir ständig, dass ich eine gute Auffassungs- und Beobachtungsgabe habe. Aber habe ich die Gabe, Dinge zu sehen, die entweder nicht existieren oder die ich mir selbst zusammenträume? Vielleicht wird mein männliches, erwachsenes Ich in wenigen Tagen mehr Antworten haben. Rolle 12. 5. Ide des Novembers, 762 ab Urbe Condita. Heute war der große Tag. Am Morgen wurde ich von meinem Bruder geweckt, welcher es ungemein lustig fand, mir, als ich schlief, einen Holzpenis vor das Gesicht zu legen. Wie auch immer. Ich zog mich an und gesellte mich zu meinen Eltern, sowie Septima und ihrem zukünftigen Mann Marius Decimus. Wir aßen Frühstück, während mir Marius und mein Vater von den Pflichten eines römischen Bürgers erzählten. Danach gingen wir zu dem einzigen großen Tempel, den diese Stadt hat, wo mein Vater einen weißen Stier zu Ehren des Jupiters opferte, welcher gegen Mittag verzehrt wurde. Dreimal dürft ihr raten, welche zwei männlichen Teile ich essen durfte. Auf das Essen folgte das Gelage. Und was für ein Gelage es war! Es ist ein Wunder, dass ich mich überhaupt noch an irgendetwas erinnern kann. Übrigens, ich habe den ganzen Tag über keine Merkwürdigkeiten bemerkt. Vielleicht ist es doch nur meine Einbildung gewesen. Rolle 16. 8. Kalender des Dezember, 762 ab Urbe Condita. Endlich. Endlich habe ich den Beweis, dass ich nicht verrückt bin und mir das alles nicht einbilde. Aber fangen wir doch einfach am Anfang dieses ereignisreichen Tages an, oder? Ich bin nun ein Mann. Und als solcher brauche ich eine Frau. Und für mich gibt es nur eine. Daria aus dem bereits beschriebenen Dorf. Sie ist die Tochter von Tela, einem der Krieger. Und wir kennen uns schon seit Kindertagen. Damals war es nur eine reine Freundschaft. Doch nun... Nun ja, es ist mehr. Für mich jedenfalls. Seit 2 Jahren kriege ich sie nicht mehr aus meinem Kopf. Ihre langen roten Haare, ihre süßen Sommersprossen, ihr wunderschöner, wohlgeformter Körper. Aber ich schweife ab. Ich zog an diesem Tag also meine Toga Virilis unter einer dicken Decke an, nahm das Pferd meines Vaters
und ritt in der winterlichen Kälte die Straße entlang, meinen Atem sehend, wie er meinen Mund entwich. Es dauerte nicht lange, bis ich das Dorf erreichte und von Taylor empfangen wurde. Ich kam auch gleich zur Sache und legte meine Intentionen offen dar. Ich glaubte, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass sie alle recht erstaunt waren. Vor allem Daria. Doch ich glaubte, sie fühlte ebenfalls so, wie ich für sie. Jedenfalls hielt Taylor mir dann eine lange Predigt darüber, dass, sollte es wirklich zu einer Heirat kommen, ich nicht nur Daria, sondern auch das gesamte Dorf heiraten würde. Allerdings schien er der Idee an sich nicht abgeneigt zu sein und schickte mich wieder mit den Worten nach Hause, dass er sich so schnell wie möglich mit meinem Vater in Verbindung setzen würde. Auf halbem Weg zur Stadt machte ich jedoch eine Pause. Ich hatte seit dem Morgen nichts gegessen und setzte mich daher neben einen der Grabsteine entlang der Straße. Wenn ihr Rolle 12 gelesen habt, dann wisst ihr, dass ich mir nicht mehr sicher war, ob ich mir die merkwürdigen Dinge nur eingebildet hatte. Nun, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Und woher? Ich habe beim Essen etwas gefunden. Zunächst dachte ich, es sei ein alter Zweig gewesen. Doch beim näheren Hinsehen entpuppte es sich als etwas völlig anderes. Ich griff danach, hob es auf und betrachtete es. Das Ding sah aus wie ein handelsüblicher Griffel, hatte zunächst jedoch keine Spitze. Erst als ich versehentlich am oberen Ende des Gerätes drehte, kam die Spitze am anderen Ende heraus. Mein Instinkt riet mir, das Teil auseinanderzubauen, um zu sehen, wie es funktionierte. Doch der Realist in mir war der Ansicht, ich sollte es lieber so lassen, wie es war, ehe ich es kaputt machte. Zunächst dachte ich auch, es sei aus einer Art sehr fein geschliffenes Holz oder Stein gemacht. Doch als ich versehentlich und ohne Mühe den Griff am oberen Ende abbrach, merkte ich, dass dieses merkwürdige Gerät aus etwas gefertigt war, das uns Römern vollkommen unbekannt ist. Noch erstaunlicher war es, als ich die Spitze aus Neugier gegen meine Haut drückte und eine blaue Flüssigkeit herauskam und den Bewegungen der Spitze folgte. Ich weiß nicht, woher das Ding kommt. Wichtig ist nur, dass ich nun den Beweis dafür habe, dass ich nicht verrückt bin. Die Münzen und der Schmuck konnte ich noch der Aufregung und dem Wein zuschreiben. Aber dieser Fund, er bedeutet, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Rolle 20, 4. Ede des Dezember, 762, ab Urbe Condita. Heute war der große Tag. Naja, allerdings für Septima, nicht für mich. Sie wurde heute endlich mit Marius Decimus, einem Bäcker, verheiratet. Kostenloses Brot für die Familie also? Ach, egal. Jedenfalls wurde die Feier von einem skandalösen Vorfall überschattet. Einer unserer Sklaven hatte versucht, durch die Kloake aus der Stadt zu fliehen. Mons Petrae hat eine Kloake? Seit wann denn das? Ein Spaß beiseite, natürlich hat es das. Wie man den Kerl geschnappt hat. Dieses nutzlose Tier hatte sich verlaufen und war anstatt aus einem Gulli im Eboracum aus einem Gulli inmitten des Forums gekommen. Ich war dabei und sah zu, als mein Vater den Kerl nach den Festigkeiten bis aufs Blut auspeitschte. Der Hund schrie und jaulte und stammelte immer wieder von den gleichen Sachen. Von unterirdischen Gängen aus Eisen, von Fackeln so hell wie die Sonne, von langen sinnfreien Zahlen und merkwürdigen Markierungen auf und neben Türen und Leitern aus Eisen. Ich habe schon einige Dinge in dieser Stadt gesehen. Die Münzen, der Schmuck, der merkwürdige Griffel, mit dem ich diese Zeilen schreibe. Ich fasste daraufhin einen Entschluss und überredete meinen Vater, mir die Peitsche zu überlassen.
Danach lief ich um den Todgeweihten herum, sah in sein blutverschmiertes Gesicht und stellte ihm eine Frage. Wo kamst du hinein? Zentrum, gab er nach kurzem Zögern von sich. Zentrum? Meinte er mit das Forum? Das konnte nicht stimmen. Von dort hat man ihn ja gebracht und sicherlich wäre dem einen oder anderen aufgefallen, wie ein Sklave in die Kanalisation abtauchte. Wütend und enttäuscht darüber, dass all dies keinen Sinn ergab, ging ich wieder hinter ihm und schlug dreimal so fest ich nur konnte mit der Peitsche zu. Sein Blut klebt teilweise immer noch auf meinem Gesicht und in meinen Haaren. Rolle 21, 18. Kalender des Januar, 762 ab Urbe Condita. Zentrum. Was bei Vulcanus Schwanz soll das bedeuten? Diese Frage beschäftigt mich schon den ganzen vergangenen 5 verschissene Tage. Das Forum hat er nicht gemeint haben können. Lest diesbezüglich Rolle 20 für mehr Informationen. Meinte er damit das Zentrum des bretonischen Dorfes? Das stimmt auch nicht, da in dessen Zentrum ein riesiger Menhir steht. Kein Gulli. Hoffentlich schickt Minerva mir bald ein Zeichen, denn ich habe keine verschissene Ahnung. PS, ertappe mich immer öfter, wie ich, in Gedanken versunken, den Kopf des Griffels apathisch hin und her drehe. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit. Ich habe eine Idee, was dieses Tier mit Zentrum gemeint haben könnte. Ich habe in der ersten Rolle, die ich geschrieben habe, erwähnt, dass es neben dem Dorf noch 2 andere Orte gibt. Den Bacchus-Tempel und den uralten Steinkreis. Vom Forum gehen 2 vollkommen gerade Straßen aus. Eine in Richtung Tempel und eine in Richtung des Dorfes. Ergo reden wir von einem rechtwinkligen Dreieck, wenn man Dorf und Forum, Tempel und Forum und Dorf und Tempel verbindet. Verbindet man nun die 3 inneren Ecken mit der Mitte der gegenüberliegenden Seite, erhält man das Zentrum des Dreiecks. Der uralte Steinkreis. Ihr denkt, ich höre mich vollkommen geisteskrank an. Nun, ich kann euch versichern, dass man für den Weg vom Forum zum Steinkreis exakt die gleiche Zeit braucht, wie vom Menhir zum Steinkreis. Rolle 23. 13. Kalender des Januar, 762 ab Urbe Condita. Heute kam Tela zusammen mit Daya zu uns und gab seine Zustimmung zu einer Heirat. Daraufhin wurden gleich einige Verträge unterzeichnet. Die Zeremonie würde folgen. Ich gedachte, meiner neuen Frau den merkwürdigen Griffel, den ich gefunden hatte, zu zeigen. Allerdings verwarf ich die Idee, da ich mich erinnerte, dass Drogo heute in der Stadt war. Drogo ist ein Fernhändler, der jeden Monat zwischen Eboracum und Mamukium pendelt und der Geschäfte wegen immer einen Abstecher nach Mons Petrae macht. Von ihm erfahren wir auch, was draußen in der Welt passiert. So erfuhr ich, oder besser gesagt meine Eltern, von dem versuchten Attentat auf Caesar. Dieser wäre während einer Senatssitzung beinahe getötet worden, hätte Brutus Junius sich nicht auf Caesar geworfen und so die Republik gerettet. Des Weiteren erfuhren wir von der Entdeckung eines kleinen Eilands, einige Tage westlich von Hibernia, und von ihm erfuhren wir auch, dass vor einigen Monaten ein germanischer Aufstand blutig niedergeschlagen worden war. Ob Drogo etwas mit dem merkwürdigen Griffel anfangen kann? Ich werde ihn fragen. Habe Drogo heute den merkwürdigen Griffel gezeigt und gefragt, ob er wisse, was es denn sei. Doch auf seine Reaktion war ich nicht gefasst. Er sah mich streng an und bat mich, ihm den Griffel auszuhändigen. Und da ich von ihm etwas eingeschüchtert war und auf dem Forum keine Szene machen wollte, gab ich ihm den Griffel.
Er steckte diesen schnell in seine Kleidung und sprach: Das ist ein gefährliches Teil, das du gefunden hast. Es ist sehr mächtig, und wenn man es falsch benutzt, zieht man einen bösen Fluch auf sich. Ach, nun zugegeben, selbst die gebildetsten Römer nehmen jede Art von Fluch sehr ernst. Doch zum einen bin ich wohl nun schon selbst verflucht, hatte ich den Griffel doch zum Schreiben von Rolle 20 benutzt. Demnach brachte Drogos Warnung nicht mehr viel. Doch zum anderen glaubte ich nicht, dass es ein magisches Objekt mit großer Zauberkraft ist, sondern wohl eher eine Gerätschaft einer uns Römern unbekannten Kultur. Ganz gleich, der Schaden für Drogo ist schon entstanden. Ich halte an meiner Vermutung, die ich in Rolle 21 geäußert hatte, fest. In 5 Tagen beginnen die Saturnalien, eine Zeit des Frohsinns und der Zerstreuung, und auch eine Zeit des unbändigen Alkoholkonsums, weswegen ich stark vermuten werde, dass meine kurzweilige Abwesenheit nicht allzu sehr bemerkt werden wird. Rolle 25. 9. Kalende des Januar. 762 ab Urbe Condita. Die Saturnalien sind im vollen Gange. Ich habe mich auf meine Expedition gut vorbereitet und mir eine dicke Decke gegen die Kälte und einige Fackeln zusammengesucht, sollte ich wirklich unter Tage gehen müssen. Natürlich hatte ich auch 3 Rollen mitgenommen, um meine Erlebnisse aufschreiben zu können. Daya habe ich nicht direkt in meinen Plan eingeweiht, Tela jedoch um Erlaubnis gebeten, den heiligen Ort betreten zu dürfen. Er entgegnete mir, dass, da ich nun praktisch Teil der Familie sei, ich den heiligen Ort so oft besuchen könnte, wie ich möchte. Am frühen Morgen dieses Tages machte ich mich daher auf. Ich ritt mit einem entbehrlichen Pferd die Straße zum Dorf entlang und bog dann auf den Pfad in Richtung der heiligen Steine ab. Als ich an den heiligen Rand des Gebietes kam, welcher mir durch verzierte Tierschädel und andere barbarische Heiligtümer angezeigt wurde, stieg ich von meinem Pferd und machte mich in der bitteren Kälte auf meinen Weg. Es dauerte eine Weile, ehe ich die Steine erreichte. Und sie waren ganz anders, als ich gedacht hatte. Ich hatte anfangs angenommen, dass sie alle so aussehen wie der rundliche Menhir unten im Dorf. Doch sie waren alle schmal, 2-mal so hoch wie ein Mann und offensichtlich in ihre jetzige Form gemeißelt worden. Und der Eingang zu den merkwürdigen Eisengängen? Nicht vorhanden. Beim Blitz des Jupiters, ich verarsche euch nicht. Ich suchte und suchte, lief um den Kreis herum, sah mir den zentralen Altar, auf dem die Dorfbewohner ihre Opfer darbringen, mehrere Male genauestens an. Nichts. Absolut rein gar nichts. Ich war drauf und dran, meine Suche zu beenden und wieder zu meinem Pferd zu gehen, als mir etwas Interessantes auffiel. 2 der Steine standen weiter auseinander als die anderen, und beim genaueren Hinsehen fiel mir eine Reihe kleinerer Steine auf, die parallel zueinander von den großen Steinen in den tiefen, dichten Wald führten. Ich dachte kein 2. Mal darüber nach und folgte der Reihe von Steinen zu einem Grab. Ja, es war ein großes, hausähnliches Grab. Die Wand bestand aus grauen, unbehauenen Steinen, die kreisrund angelegt worden waren. Darauf befand sich ein Dach, welches bestimmt aus Holz, nun jedoch von Gras und nun von einer Schneedecke bedeckt war. Langsam näherte ich mich dem Eingang, zückte mein Gladius aus Furcht vor Wölfen, man kann ja nie wissen. Doch was ich fand, waren keine Wölfe, sondern lediglich ein Grab, verziert mit den gleichen uralten Dekorationen, wie sie auch die großen Steine des Kreises zieren. Kreise, Spiralen, Darstellung von Tieren und dergleichen, alles in einem hellen Himmelsblau gehalten. Rolle 26.
9. Kalender des Januar, 762 ab Urbe Condita. Entschuldigung, wenn ich meine Erlebnisse auf zwei separaten Rollen festhalte. Wie gesagt, ich betrat das rundliche Grab mit einer Fackel, welche ich mir draußen in mühsamer Arbeit angezündet hatte. Das Erste, was mir auffiel, waren zahlreiche Alkoven mit eingehüllten Leichen darin liegend, jedes Tuch ebenfalls mit dieser hellblauen Farbe bemalt. Ich schaute mich gründlich um und betrachtete die Grabbeigaben. Alter Schmuck aus Tierknochen, Perlen aus poliertem Stein und zahlreiche Urnen und Töpfe, gefüllt mit allem möglichen Zeug. Aus purer Neugier ergriff ich einen der zahlreichen Töpfe, um zu sehen, was darin war. Und das Erste, das ich merkte, war, dass er sich nicht wie ein Tontopf anfühlte. Was jedoch noch erstaunlicher war, als ich versuchte, Fackel und Topf irgendwie in Einklang zu bringen, fiel der Topf mir aus der Hand. Aber er zerbrach nicht. Es gab nur einen dumpfen Schlag, als der Topf auf den Boden des Grabes fiel. Was ging hier vor sich? Doch ich tat zunächst das ab und fokussierte mich auf mein eigentliches Ziel, den Eingang zu den merkwürdigen eisernen Gängen zu finden. Zunächst schien es, wie bei den Steinen, auch so, als würde ich maßlos enttäuscht werden. Das änderte sich jedoch, als ich mich neben den zentralen Altar setzte, um ein Brot zu essen, das ich ebenfalls mitgenommen hatte. Ich merkte, dass sich das Geräusch meines Gladius deutlich von dem Geräusch der Fackel unterschied, als ich Ersteres direkt vor den Altar, Letzteres etwas seitlich dessen ablegte. Es hörte sich hohler an. Ein unterirdischer Gang? Ich stand sprunghaft auf, benutzte meine Decke, um den Dreck und das Laub, welches über die Jahreszeiten hindurch hineingeweht worden war, fortzuwischen. Dann fiel mir auch erst auf, dass es wohl absichtlich dorthin gelegt worden war. War doch überall sonst im Grab keins vorhanden. Ich betrachtete den Boden vor dem Altar genau, bis mir ein merkwürdiger runder Griff aus Eisen auffiel. Mein Herz schlug höher und schneller. Wenn dieser nutzlose Sklave erst vor kurzem hier gewesen war, so musste der Griff noch funktionieren. Ich beugte mich hinunter zu dem Griff, ließ meine Finger leicht über dessen Oberfläche gleiten. Er fühlte sich nicht rau oder veraltet an, ganz im Gegenteil. Es schien mir fast so, als würde dieser Griff in regelmäßigen Abständen benutzt werden. Ich verlor also keine Zeit und zog zunächst leicht daran, jedoch bewegte sich nichts. Ich versuchte es daraufhin noch etwas härter, woraufhin sich vor mir eine Klappe auftat, ähnlich wie bei einem Kerker. Geistesgegenwärtig griff ich die Fackel und warf sie in das Loch vor mir, um zu sehen, wie tief es war. Sagen wir es mal so, es war tief, sehr tief. Jedoch nicht tief genug, dass ich die Fackel am Boden nicht mehr sehen konnte. Schnell zog ich mir die Decke über Kopf, band mir mein Gladius um und kletterte das Loch mittels der, wie vom Sklaven beschriebenen, eisernen Leiter hinunter. Rolle 27, 9. Kalender des Januar, 762 ab Urbe Condita. Es war alles so, wie der Sklave während seiner verdienten Züchtigung gesagt hatte. Es dauerte eine sehr, sehr, sehr lange Weile, ehe ich den Boden der Leiter erreichte. Und sobald ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, wurde ich von den bereits beschriebenen sonnenhellen Fackeln begrüßt, die überall an den eisernen Wänden hingen. Ich ließ daher meine Fackel liegen und ging an eines der hellen Lichter heran, um es zu betrachten. Ich lernte allerdings, dass diese Lichter nicht nur schlecht für die Augen, sondern auch für die Finger sind, da die Lichter mich nicht nur kurzzeitig erblinden ließen, sondern auch brannten, als ich versuchte, eines davon anzufassen. Des Weiteren sah ich auch, was der Sklave mit sinnfreien Zahlen und merkwürdigen Markierungen gemeint hatte.
als ich auf die Leiter starrte, welche ich heruntergeklettert war. Rechts daneben stand DR-44HLL. 500R-44H. 50-50. Was bei Bachus Arsch hat das zu bedeuten? Naja, egal. Ich sah mich um und, wo ich denn schon mal hier war, gedachte, die Gänge zu erkunden. Doch als ich weiter und weiter lief, mein Gladius gezückt und bereit, mich zu verteidigen, wurde mir klar, dass dies keine Kloaka war. Und vor allem nichts Römisches. Hier und da stieß ich auf noch mehr Leitern mit diesen merkwürdigen Zeichen daneben, absonderliche Gerätschaften, darunter eine Art Ein-Mann-Karren mit zwei Rädern, welche an einer Art Hinterkarren festgemacht war. Doch das Absonderlichste, welches ich gesehen hatte, war eine seltsame runde Kreatur, gleich einer Schildkröte, welche am Boden herumlief und ein leises Brummen von sich gab. Da ich schon immer eine Schildkröte als Haustier haben wollte, versuchte ich sie anzulocken. Doch das Tier nahm keine Notiz von mir. Deshalb zog ich es vor, dem absonderlichen Wesen tiefer und tiefer durch die Gänge zu folgen. Allerdings hatte dies zur Folge, dass ich mich vollends verlaufen hatte und nun nicht mehr zu der Leiter fand, durch die ich gekommen war. Ich bekam Angst, fürchterliche Angst. Ich betete zu Jupiter, Minerva sowie zahlreiche andere Götter, während ich ziellos durch die Gänge lief, auf der Suche nach einer anderen Leiter. Und nach einer halben Ewigkeit fand ich endlich eine Tür. Und wie neben der, durch die ich gekommen war, stand auch diesmal etwas an der Seite. DE-1920RD. Wie gesagt, ich habe keinen blassen Dunst, was es bedeutete. Ich wusste nur, dass es ein Ausweg war. Ein Ausweg aus diesem Loch. Ich steckte also mein Gladius weg, ergriff die untersten Sprossen der Leiter und kletterte hoch. Containment Project 2. The Grease Monkey Diaries. Datenlog 2. Name: Qua Ek Daku. Verwaltungsbereich: Leiter historischer Auswertung der Containment Project Anlagen auf SOL 001. Datum: 5. Tag des 4. Monats, Jahr 372 nach Gründung der Republik. Berechtigung erteilt. Das folgende Material ist ein Kompendium der Tagebucheinträge von Carley McEwan, gefunden in dessen Autowerkstatt am Stadtrand von Manton upon Stinn, und den Einträgen von P.S. Tertio. Als Leiter der historischen Auswertung der Containment Project Anlagen habe ich mir die Freiheit genommen, die Einträge dieser beiden Personen in ihren jeweiligen Tagebüchern miteinander zu verbinden, da beide Personen sehr ähnliche Einträge aufweisen. Eintrag 1. 10. Mai 1960. Guten Tag, mein Name ist Carl McEwan. Ich bin 17 Jahre alt und ich schreibe dieses Tagebuch aufgrund der rätselhaften Ereignisse, die sich jüngst in unserem Kuhkaff namens Manton upon Stinn zugetragen haben. Kuhkaff, Manton upon Stinn. Also Bergsteinstadt. Wenn man so will, hat lediglich an die 2500 Einwohner. Es kennt also jeder jeden. Es liegt irgendwo in den schottischen Highlands, vermutlich in der Nähe von Glencoe. Die Landschaft ist sehr hügelig und die Feldwege sind schroff. Daher gibt es keine vernünftige Straße, die dorthin führt. Weswegen ich, wenn ich denn einmal mit dem Auto unterwegs bin, mehr oder minder zwischen den Marktflecken Manreth und den Anwesen seiner Lordschaft MacDonald hin und her pendle. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, gibt es hier nicht sehr viel zu sehen. Wir haben ein kleines Rathaus, eine kleine Kirche, einen Pub, sowie ein kleines Theater, das erst jüngst zu einem Kino ausgebaut wurde.
Film. Komisches Zeug, wenn auch unterhaltsam. Wie bereits erwähnt, arbeite ich in einer Autowerkstatt. Nun ja, ehrlich gesagt ist es eher eine Werkstatt und ein Gemischtwarenladen in einem. Mein Vater Wallace leitet den Laden, während ich die Werkstatt führe. Meine Mutter ist während meiner Geburt gestorben und mein Vater hat bis heute nicht wieder geheiratet. Er selbst hält von Autos nichts, denkt, sie seien nur ein moderner Schnickschnack, der irgendwann wieder vorbeigeht. Ich dagegen bin von ihnen besessen. Ich brauchte ein Jahr, um mir mein eigenes Auto zusammenzustellen. Zugegeben, es läuft noch immer mit Kurbelantrieb und anfangs machte es nur Schwierigkeiten. Doch nun fährt es wie geschmiert. Der Weg von Manhattan nach Manton ist in den meisten Fällen ereignislos und langweilig. Doch nicht heute. Nachdem ich meine Besorgung in Manhattan erledigt hatte, fuhr ich wieder nach Hause. Doch urplötzlich, ohne jede Vorwarnung, kam jemand aus dem Gully nahe der Stadt gekrochen. Ich trat auf die Bremse so fest ich konnte. Ein Wunder, dass ich den Typen nicht überfahren hatte. Es hätte mir noch gefehlt. Ich stieg also wutentbrannt aus meinem Wagen aus und betrachtete den Motorraum. Alles in Ordnung. Ich lief auf den Typen zu und schrie ihn an, was er sich dabei dachte, mir einen solchen Schrecken einzujagen. Doch als ich ihn näher betrachtete und meine Wut langsam abklang, merkte ich, dass dieser Kerl nicht von hier stammte. Er hatte eine dicke Decke um sich geschlungen und darunter eine römische Tunika? Was zum Teufel? Was noch erschreckender war die Tatsache, dass er ein echtes Kurzschwert mit sich trug. Ich weiß es so genau, weil dieser geisteskranke Irre es zückte und es mir ins Gesicht hielt. Ubisum kies quitit acidit? Alles ruhig, Mann, versuchte ich ihn zu beruhigen. Keine Ahnung, wer du bist, aber Julius Caesar wird seit Monaten nicht mehr aufgeführt. Quid dicit non te comprehendo? Reg dich ab, Alter. Tu das Messer weg. Kein Grund, hier ausfallen zu werden. Verzweifelt versuchte ich ihm zu gestikulieren, dass er das Schwert wegstecken sollte. Doch er verstand mich nicht. Entweder war dies ein sehr durchdachter Scherz der Jungen aus Manhattan oder etwas ging nicht mit rechten Dingen vor sich. Glücklicherweise und ohne mein Zutun steckte er das Schwert weg und lief dann staunend um mein Auto herum. Quid es? Tust est? Meinte er erstaunt, ehe er mit einem sichtlich verwirrten Gesichtsausdruck wieder zurückkam. Nulli equi? Fragte er mit einer gerunzelten Stirn und ich nickte nur. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, woher ein mehrfacher Mechaniker aus den Highlands Latein beherrscht. Nun, zugegeben, die Arbeit in der Werkstatt macht sehr großen Spaß, jedoch möchte ich das nicht für immer machen. Sobald ich das nötige Geld zusammen habe, möchte ich an der Universität in Glasgow studieren. Was genau, das weiß ich noch nicht, aber um erst einmal aufgenommen zu werden, sind fortschrittliche Lateinkenntnisse unabdingbar. Ich erwiderte seine Frage mit den gleichen Worten, nur affirmativ, und zeigte ihm dann den Motorraum. Offenbar hatte er so eine Maschine noch nie gesehen. Jedoch beschlich mich das Gefühl, dass er noch nie irgendeine Maschine gesehen hatte. Nichtsdestotrotz musste ich sicher gehen, dass meine Karre noch funktionierte. Ich wies den Kerl also an, nach vorne zur Kurbel zu gehen, während ich mich ans Steuer setzte und ihm dann signalisierte, dass er daran drehen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn, der Wagen funktionierte noch. Zögerlich setzte er sich zu meiner Linken, nachdem ich ihm ein Zeichen gegeben habe, in den Wagen zu steigen. Konnte ihn doch nicht einfach da stehen lassen, oder? Eintrag 2. 10. Mai 1960. Eine Sprache für das Studium zu lernen ist eine Sache. Eine völlig andere Sache ist es jedoch, sie auch tatsächlich zu sprechen. Das heißt, sprechen zu müssen. Die Fahrt nach Manton dauerte weitere 15 Minuten. Insgesamt ist man 30 Minuten unterwegs. Und daher wollte ich zumindest etwas über diesen komischen Kerl erfahren. Doch ich erkannte schnell, dass er weder Englisch noch Skots noch Gälisch sprach, nur Latein.
und ich merkte schnell, dass hier etwas wirklich Merkwürdiges vor sich ging. Ich fragte ihn einfaches Zeug, wie er hieß, woher er kam und so weiter. Er sagte mir, sein Name sei Publius Septimus Tertio und dass er aus einem Ort namens Mons Petrae komme. Instinktiv wollte ich mit voller Wucht in die Bremsen treten, hörte sich dieser Name doch extrem nach Manten-Appen-Stin an. Doch dies würde bedeuten, dass wir die ganze Kurbelei erneut hätten vornehmen müssen, weswegen ich einfach weiterfuhr, bis wir meine Werkstatt erreichten. Dort gingen wir auch gleich die Treppe hoch zu der eigentlichen Wohnung und in mein Zimmer. Allerdings muss ich sagen, dass ich etwas amüsiert war, zu sehen, wie Publius erst in meiner Werkstatt herumlief, seine Augen voller Verwunderung und zugleich Begeisterung. Wie er wohl reagieren wird, wenn ich ihm einen Film zeige. Jedenfalls reagierte er auf das Glas Whisky, welches traditionell jedem Gast angeboten wird und den ich in meinem Zimmer ohne Wissen meines Vaters bunkerte, nicht schlecht. »Und dein Vater erlaubt es dir, dich während der Arbeit zu betrinken?« fragte er verwundert, und ich gab meinem noch immer sehr gebrochenen Studienlatein und einen suffisanten Grinsen zurück. »Erstens ist er nicht hier, und zweitens betrinken wir uns nicht.« Daraufhin schenkte ich jedem von uns noch einmal ein, ehe ich die Flasche voll mit feinstem Single Malt Scotch demonstrativ schloss und wegstellte. »Und du verarschst mich wirklich nicht? Du bist wirklich ein Römer? Ich meine, aus der Vergangenheit?« »Natürlich bin ich Römer. Sieht man das nicht?« rief er defensiv. Ich fragte Publius, in welchem Jahr er und seine Familie lebten, und er gab 762 AUC an, also 762 Jahre ab Urbe Condita, seit der Gründung Roms. Das entspricht unserem 9 nach Christus. Doch was darauf geschah, kann ich mir bis jetzt noch nicht erklären. Ich machte diesbezüglich eine schelmische Bemerkung darüber, wie man eben nicht alles erobern konnte, und machte eine offensichtliche Anspielung auf die Varusschlacht. »Was meinst du?« fragte er verwirrt. »Jeder weiß doch, dass dieser Aufstand niedergeschlagen wurde.« Diese Bemerkung an sich war schon relativ merkwürdig, doch Publius schoss den Vogel endgültig ab, als er mir erzählte, dass seine Stadt zwischen York, Manchester und Lincoln liege. Ich sprang auf. »Das ist absolut unmöglich. Du dürftest eigentlich gar nicht existieren.« »Warum?« »Weil Britannien erst in 34 Jahren römisch wird, unter Kaiser Claudius.« »Kaiser? Was für ein Kaiser?« fragte er, sichtlich amüsiert ob meiner Unwissenheit bezüglich seiner angenommenen Realität. »Rom ist und war seit 245 ab Urbe Condita eine Republik. Das weiß doch jeder.« Das ergab alles keinen Sinn. Entweder war dieser Kerl ein richtig guter Hochstapler oder etwas vollkommen anderes und Unerklärliches war hier am Werk. Von all dem sichtlich verwirrt, schnappte ich mir die Whiskyflasche, schenkte mir erneut ein und trank alles mit einem Schluck aus. Nur, um dann in Publius' grinsendes Gesicht zu blicken, ehe dieser so etwas sagte wie: »Wie war das nochmal? Wir betrinken uns nicht?« Ich weiß nicht, ob es der Alkohol war oder die Art, wie er es sagte, doch ich musste lauthals lachen. Jedenfalls, nachdem ich mich wieder gefangen hatte, fragte ich ihn, wie er denn überhaupt hierher gekommen war. Er erzählte mir, wie er durch einen Eingang in einem Grab auf den Hügel nahe seinem Dorfe in ein System aus Gängen hinabgestiegen war. Dort hatte er sich verlaufen und es auf gut Glück durch den Gully auf der Straße versucht. Und den Rest habt ihr bestimmt schon im Eintrag 1 gelesen. Es klang alles so surreal, aber dennoch irgendwo plausibel. Immerhin schrieb Jules Verne von einer verlorenen Welt tief im Innersten der Erde. Und zudem gibt es vorherrschende Theorien darüber, dass unser Planet nur wenige Meter unter der Erdschicht hohe ist. Ob Publius von dort gekommen war? Vielleicht gab es einen Flecken auf oder unter der Erde, in dem die Antike fortbestanden hatte. Aber warum dann diese verdrehte Realität? Leider hatte ich keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen, da die Tür zum Laden aufging und mein Vater von unten nach mir rief. Ich bat meinen Gast, sich ruhig zu verhalten, bis ich wieder da wäre.
Er nickte nur und setzte sich wie ein braver Schoßhund auf mein Bett, wo er einige Schriftrollen herauskramte und nach einem Stift fragte. Hastig drückte ich ihm einen Bleistift in die Hand, ehe ich nach unten raste. Anmerkung: Die nachfolgende Rolle von P.S. Tertio habe ich aus Redundanzgründen gekürzt, da die ersten Absätze dasselbe schildern wie in Einträgen 1 und 2 von McEwan. Rolle 28. 9. Kalender des Januar. 762 ab Ube Condita. Zumindest glaube ich, dass es das noch ist. Ich hoffe nur, dass er keinen Ärger mit seinem Vater bekommt. Jedoch frage ich mich immer noch, in was für einer merkwürdigen Welt ich hier gelandet bin. Alles ist so fremd. Die Gebäude, die Materialien, aus denen sie bestehen, oder sollte ich sagen, wie sie verarbeitet sind. Dennoch scheint das Zimmer dieses merkwürdig angezogenen und sich verhaltenen Jungen, der meine Sprache gerade so beherrscht, sehr interessant ausgestattet zu sein. Was vor allem ins Auge springt, ist eine Zusammenstellung verschiedener, mir fremde Geräte und Gegenstände vor seinem Fenster. Jedoch werde ich versuchen, sie so genau wie möglich zu beschreiben. Das Markanteste ist ein Kasten auf einem Hocker sitzend mit einem großen beweglichen Teller und einer großen ausladenden Muschel. Unter dem Hocker befand sich ein Stapel voller dünner Taschen, aus einem komischen, dünnen Papier gefertigt. Als ich eine davon nahm und den Inhalt herausholte, starrte ich auf eine große, schwarze, sehr leichten, mit Rillen verzierten Diskus mit einer Beschriftung und einem kleinen Loch in der Mitte. Kreole, Love, Kall. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das letzte Gerät, das ich interessant fand, war etwas, das auf Carlisse Schreibtisch stand. Es war ein hochkanter Kasten mit zwei großen runden Augen auf der Unterseite. Dazwischen eine verwirrende Leiste mit merkwürdigen langen und kurzen Strichen. Als ich aus purer Neugier und ja, ich weiß, ich hätte eigentlich nichts anfassen sollen, das rechte Auge anfasste, merkte ich, dass es sich drehen ließ, wobei ein Regler sich nach rechts oder links bewegte, je nachdem, in welche Richtung man drehte. Kurz darauf kam mein Gastgeber wieder zu mir und bot mir an, den Ort, in dem er lebte, mit ihm zu besichtigen. Allerdings musste ich ihm dann gestehen, dass ich ohne das Wissen meiner Eltern und Verwandten hierher gekommen war und dass sie meine Abwesenheit bestimmt schon bemerkt hatten. Rolle 29, 9. Kalender des Januar, 762 ab Ube Condita. Ich bin wieder zu Hause, aber lasst mich rekapitulieren, was passiert ist. Nachdem ich sagte, dass ich wieder nach Hause musste, schlichen wir uns nach draußen und fuhren mit diesem komischen Wagen wieder zum Gully auf der Straße. Jedoch machten wir zuvor die Bekanntschaft mit einer, wie ich sie nur betiteln kann, Hexe. Nein, ihr Dussel, sie war keine wirkliche Hexe, welche uns hätte verfluchen können. Es war mehr oder weniger eine komplett irre gewordene alte Frau, welche laut Karl Mrs. Darson genannt wurde. Ihre Erscheinung war heruntergekommen und sie trug eine Decke über ihrem Kopf. Sie gestikulierte wild umher und faselte immer wieder von dem gleichen Zeug. Von riesigen Türmen aus Glas und Stahl, was auch immer das ist. Von fliegenden Autos und von DNH, das irgendwas mit ihr gemacht hätte. Dann ging die irre Kuh uns an und meinte, dass wir in Wirklichkeit alte Männer seien und man uns jung gemacht hätte. Was für ein Schwachsinn. Doch da sie nicht aufhören wollte, zückte ich in Verzweiflung mein Gladius und schrie sie an, uns in Ruhe zu lassen, was sie dann auch letztendlich tat. Jedenfalls erreichten wir erneut den Gully, durch den ich gekommen war. Ich fragte ihn dann, welche Tageszeit hier vorherrschte, und Karl meinte, es sei etwa 10 Uhr morgens. Ich weiß zwar nicht, was 10 Uhr bedeutet, doch sagte ich ihm, dass es ebenfalls morgen gewesen war, als ich zu den alten Steinen aufgebrochen war. Er schaute mich zunächst verwirrt an,
lief dann jedoch zu seinem Wagen und übergab mir ein kleines Päckchen mit merkwürdigen kleinen Stangen darin. Er meinte, man nenne diese Dinger Zigaretten und dass ich sie rauchen konnte, wenn mir langweilig war oder ich unter Stress stand, indem man sie kurz anzündete. Ich bedankte mich, warf mir meine Decke um und begann meinen Abstieg nach unten. Der Weg zurück zu der Leiter, durch die ich gekommen war, stellte sich als sehr, sehr lange heraus. Mir war das gar nicht aufgefallen, als ich dieser komischen Schildkröte gefolgt war. Jedoch hatte ich diesen komischen Stift, welchen er mir gegeben hatte, mitgenommen und hatte mir das Geschriebene an der Wand neben der Leiter zu seiner Welt notiert. Ich tat das, da Karl meinte, ich solle morgen wieder zu ihm kommen, was ich auch definitiv vorhabe. Rolle 30, 9. Kalender des Januar, 762 ab Ube Condita. Wie vorhergesehen, war meine Abwesenheit bemerkt worden. Und alle waren heilfroh, mich wiederzusehen. Auf die Frage, wo ich all die Stunden gewesen war, erfand ich eine Notlüge und meinte, dass ich mich auf dem Weg von den Steinen im Wald verlaufen hätte, da ich vorher noch einen Abstecher ins Dorf machen wollte. Sie alle kauften mir jedes Wort dieser, zugegeben, dreckigen Lüge ab. Beste Voraussetzung also, mir demnächst eine Toga Candida anzulegen. Rolle 30. 8. Kalender des Januar, 762 ab Ube Condita. Auf dieser Rolle ist noch etwas Platz, deswegen schreibe ich den ersten Teil des Geschehnisses dieses Tages noch auf diese. Bitte verzeiht mir, wenn es etwas bruchstückhaft wirkt, aber ich will kein gutes Papier verschwenden. Normalerweise ist es nicht die römische Art, eine Frau um Rat zu fragen. In diesem Fall war der Rat meiner Schwester unerlässlich. Seit Kindertagen habe ich sie immer um Rat gefragt, so auch in diesem Fall. So ging ich also in die Bäckerei von Marius und dann hoch in die eigentliche Wohnung, um mit Septima zu sprechen. Nachdem sie die Sklaven aus dem Raum geschickt hatte, erzählte ich ihr von meinen merkwürdigen Funden und zeigte ihr die Packung mit den Zigaretten, welche ich mitgenommen hatte. Jedoch bekam ich nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Anstatt mich als verrückt abzustempeln, hielt sie nur ihre rechte Hand vor ihren Mund und meinte nur: »Ich dachte, es wäre nur ich.« Daraufhin lief sie zu einer Truhe, die ich sehr gut kannte. Es war ihre Truhe aus Kindertagen, in der sie allerlei Habseligkeiten lagerte. Sie kramte eine kurze Weile darin herum, ehe sie mit einem Bündel wiederkam. Ich staunte nicht schlecht, als sie es auspackte und mir etwas zeigte, das sehr gut in das Ensemble der mir gefundenen Stücke passte. Es sah aus wie eine Kachel, doch war sie viel zu dick dafür und bestand aus drei Lagen, alle aus Materialien, die mir fremd waren. Die erste bestand aus einer glasartigen Schicht, dahinter eine weiche und durchsichtige und zu guter Letzt eine schwarze, kohleartige. Ich habe sie vor einigen Tagen gefunden, als ich auf einem Feld Blumen zum Pressen gesammelt habe, erklärte sie mir. Ich fragte sie, ob sie es Marius gezeigt hatte. Sie verneinte. Eintrag 3, 11. Mai 1960. Wisst ihr, wie beschissen das ist, wenn man sich auf nichts konzentrieren kann? Also ich meine, auf absolut gar nichts. So erging es mir heute während der Arbeit, den Kunden falsche Artikel verkaufen, die Artikel falsch abrechnen, die Werkzeuge vertauschen und sogar verlieren. So erging es mir den ganzen verschissenen Tag. Wieso? Ganz einfach. Die Gänge. Ich hatte ja im letzten oder vorletzten Eintrag gesagt, dass ich mit den Werken von Jules Verne vertraut bin. Nun, vertraut ist wohl etwas untertrieben. Ich liebe diesen Autor. Die Welten, die er erschafft, die Figuren, die er zum Leben erweckt. Ich habe 20.000 Meilen unter dem Meer schon zigmal durchgelesen, so auch Reise zum Mittelpunkt der Erde. Warum ich euch das erzähle? Ganz einfach.
In keinem dieser Bücher steht irgendetwas von unterirdischen Gängen, aus Eisen, mit komischen Beschriftungen. Fantastische Erfindungen, die eines Tages vielleicht Realität werden, interessante Welten, die man gerne selbst bereisen wollen würde, doch von Welten, die durch Gänge verbunden sind, nichts. Nun, ich dachte mir, ich werde selber Abenteurer und stieg nach der Arbeit selbst in den Gully, durch den Publius gekommen war. Und es war so, wie er es beschrieben hatte. Eiserne, oder sollte man eher sagen stählerne Gänge mit Rohren und Lampen. Und dazu die komischen Beschriftungen, die er beschrieben hatte. Neben der Leiter stand DE 1920 RD in fetter, aufgemalter gelber Schrift. Was hat das zu bedeuten? 1920? Das war vor 40 Jahren. Da ich nicht wusste, was es bedeutet, und da ich nicht wusste, wohin es ging, lief ich die Wand mit der Schrift entlang und kam schließlich zu einer weiteren Leiter mit einem weiteren Schriftzug. DE 1920 SQR. Wenn Publius durch diesen Eingang gekommen war, müsste es nicht SPQR heißen? Also Senat und Volk von Rom? Dies war das Zeichen der Römischen Republik. Die Republik, die in Publius' Welt scheinbar noch existierte. Ich kletterte die Leiter weiter nach oben, stoppte aber abrupt, als ich eine vertraute Stimme wahrnahm. Mrs. Darcen? Ja, es war ihre Stimme, wie sie wieder und wieder von den gleichen Unsinnigkeiten faselte. Noch dazu hörte ich auf einmal das laute Läuten von Kirchenglocken und schaute mit einer Hand auf meine Taschenuhr. 16 Uhr, das Nachmittagsläuten. Ich war scheinbar noch immer unterhalb von Manten, weswegen ich die Leiter betrübt wieder nach unten kletterte. Als ich mich jedoch umdrehte, bemerkte ich vor mir drei weitere Gänge mit folgenden Beschriftungen. DR-44FRM, DM-1340SQR, D-CNTRL. Aus irgendeinem Grund entschied ich mich, den ersten der drei genannten Gänge entlang zu laufen. Und ihr glaubt nicht, wer mir da entgegenkam. Na gut, ihr könnt es euch wohl denken. Es war Publius, welcher, erneut in seine Decke eingehüllt, wohl ebenfalls auf Erkundungstour gegangen war. Für ihn war es wohl auch eine sichtliche Überraschung, mich hier zu sehen. Göttliche Fügung, würde ich sagen. Wir begrüßten uns herzlich und er berichtete mir, dass er durch den Gully im Zentrum seiner Stadt in die Gänge gekommen war. Und es schien sogar, als hätte er denselben Gedanken gehabt und zeigte mir eine seiner Schriftrollen, auf der er ebenfalls einige der komischen Beschriftungen notiert hatte. DE 1920 SQR, DS-8000 HLL, DCNTRL. Wir erkannten, dass die beiden unteren Beschriftungen genau gleich waren und diskutierten, was nun als nächstes zu tun sei. Publius wollte der Sache sofort auf den Grund gehen. Doch auf einmal schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Hatte er nicht gesagt, er sei durch ein Grab auf einem Hügel in das Gängesystem gelangt? Wir haben ja auch einen Hügel, allerdings befindet sich dort eine kleine Kapelle, sowie eine Lichtung mit Festhütte. Und nicht ein Grab oder ein uralter Steinkreis. Doch ich erinnerte mich, wie verwirrt ich war, als ich erfuhr, wie ähnlich sich der Name seiner Stadt nach Manten Appenstinn anhörte. Ob es da eine Verbindung gab? Oder war das alles nur Zufall? Mittels viel Überzeugungskunst schaffte ich es, Publius dazu zu überreden, zuerst zu mir zu gehen, um einiges an Proviant zu holen. Wer weiß, was wir auf dem Hügel oder oberhalb der anderen Leitern finden. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich, nun ja, ihm einige Versprechungen gemacht hatte. Zum einen wollte er erneut von meinem gebunkerten Whisky trinken und zum anderen wollte er unbedingt wissen, was es mit Kreole Love Kall auf sich hatte. Und natürlich würde ich seiner Bitte nachkommen. Containment Project 3.
Exit. Containment Project Auswertung. Datenlog. Name: Kwa-Ek Daku. Verwaltungsbereich: Leiter historischer Auswertung der Containment Project Anlagen auf SOL 001. Datum: 5. Tag des 4. Monats, Jahr 372 nach Gründung der Republik. Berechtigung erteilt. Hier folgen nun die letzten Einträge von PS Terzio und Carla McEwan. Interessant ist hier zu bemerken, dass ersterer seine Erlebnisse nun auf eigens gefertigten Rollen festhält, anstatt den bisherigen, die von gelernten Handwerkern gemacht zu sein scheinen. Des Weiteren gilt zu bemerken, dass alle nachfolgenden Rollen, sowie das Tagebuch, aus dem die nachfolgenden Einträge stammen, in einer Höhle innerhalb von DS-8000 gefunden wurden. Eintrag 4. 11. Mai 1960. Dies ist erst der 4. Eintrag und das 2. Buch, das ich schreibe. Und schon muss ich mit einer üblen kleinen Lüge aufräumen. Ich habe gegen Ende von Eintrag 3 gesagt, dass es auf dem Hügel nahe unserer Stadt nur eine Kapelle und eine Festhütte gibt. Das war gelogen. Nun ja, was heißt gelogen? Es gab dort vor uralten Zeiten einmal einen Steinkreis und ein jungsteinzeitliches Grab. Allerdings wurden beide zerstört und abgetragen, als dieser Ort christianisiert wurde. Das war etwa um 980 nach Christus. Alte Aufzeichnungen erwähnen den Kreis und das Grab durchaus, welches auch der Grund sind, woher unsere Stadt ihren Namen haben. Mountain Upon Stin. Mountain of the Stones. Jetzt werdet ihr euch wohl fragen, wie kann ein Grab hier existieren und gleichzeitig in Publius Welt an der gleichen Stelle? Geduld, wer immer das auch liest, Geduld. Wir gingen also wieder zum Ausgang auf der Straße zurück und dann wieder zurück zu meiner Werkstatt und dem Laden. Nun wartete allerdings eine schwierige Aufgabe vor mir, meinem Vater meinen neuen Freund erklären. Ich tat es auf folgender Weise. Ich erklärte ihm, dass Publius ein Stummer war und dass er eine Rolle in einem römisch angehauchten Film hatte und einfach vergessen hatte, sein Kostüm auszuziehen. Natürlich war das alles mit Publius abgesprochen, und er fand die Idee an sich ziemlich witzig. Auch wenn ich im Nachhinein bezweifle, dass er das Konzept eines Films überhaupt verstanden hatte. Das Dumme an der Sache war nur, dass wir diese Charade bis zum bitteren Ende durchziehen mussten, was pragmatischerweise hieß, dass nur ich reden durfte, während er alles, was er mir eigentlich sagen wollte, aufschreiben musste. Daran half auch nichts, dass ich die von ihm verlangte Platte sehr laut abspielte. Und ja, ihr könnt euch denken, wie groß seine Augen wurden, als ich ihm mein Grammophon vorführte. Was Creole Love Call ist, fragt ihr euch? Nun ganz einfach. Ein Lied von Jazzkünstler Duke Ellington. Es genügt zu sagen, dass mein Vater als alter Highlander diese Art von Kolonial- oder Negermusik skeptisch gegenüberstand. Ging es nach ihm, würde er jede freie Minute mit seinem heißgeliebten Dudelsack verbringen. Ob das für die Kundschaft amüsant wäre? Ich wage es zu bezweifeln. Publius schien das Lied jedoch zu gefallen, was wohl auch an dem Glas Whisky gelegen haben konnte. Wir unterhielten uns darüber, wie wir am besten vorgingen. Er wollte immer noch den zwei gleichlauten Beschriftungen auf den Grund gehen, doch ich hielt es für ratsamer, erst einmal zum Hügel zu gehen, um zu sehen, ob sich dort ebenfalls ein Eingang befand. Kurz gesagt, wir einigten uns auf folgenden Kompromiss. Wir würden zu dem Hügel gehen und nachschauen. Fänden wir nichts Vergleichbares, würden wir sofort seinem Vorschlag folgen. Daraufhin schenkte ich uns beiden noch einmal ein und wir stießen auf unsere Idee an. Eintrag 5. 11. Mai 1960. Mit meinem Wagen fuhren wir die Straße zu der Abbiegung zum Hügel entlang und bogen dann auf den Schotternpfad hinauf zum Hügel ab. Publius schien während der gesamten Fahrt relativ guten Mutes. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass wir nichts finden würden.
wie falsch er lag. Aber eins nach dem anderen. Wir stiegen aus und machten uns auf den beschwerlichen Weg zur Kuppe des Hügels. Ich war schon eine sehr lange Zeit nicht mehr hier gewesen und merkte erst jetzt wieder, was für eine Tortur es war, meinen Beutel mit Proviant mitzuschleppen. Diesbezüglich nannte mich Publius auch immer scherzhaft Servus, also Sklave, wann immer ich zu weit hinter ihm war. »Consiste servus meus«, rief er, wohl erneut im Scherz, doch dann sah ich, wieso. Er stand verwirrt und doch gleichzeitig erstaunt vor der kleinen Kapelle, welche man unweigerlich passiert, wenn man zu der Festhütte möchte. »Ist das ein Bacchus-Schrein?«, fragte er erstaunt. »Bacchus-Schrein?«, fragte ich verwirrt zurück, woraufhin er auf das Kreuz zeigte, welches an der Dachspitze thronte. »Ich dachte, du kennst unsere Welt in- und auswendig«, rief er etwas spöttisch. »Sicher kennst du die Geschichte des Gottes, der starb und dann wieder auferstand, um Rache an seinen Feinden zu nehmen? Der Jüngling, der alles enthemmte repräsentiert, sich den Zwängen und den Konventionen der Gesellschaft widersetzt und zu dessen Ehren die Priester Brot essen und Wein trinken?« »Ja, natürlich«, gab ich zögerlich zurück. »Ich bin nur etwas wirr vom vielen Klettern. Vielleicht kann uns etwas spirituelle Erbauung guttun.« Die Tür zur Kapelle ist immer offen, weswegen ich meinen Beutel abstellte und mit Publius zum Eingang der Kapelle lief. Doch als ich die Türe öffnen wollte, hielt Publius mich ab. »Moment mal, was machst du da?« Ich schaute ihn erschrocken und zugleich verwirrt an. »Wir betreten das Haus eines Gottes. Bedecke dein Haupt.« »Wir betreten das Haus eines Gottes. Bedecke dein Haupt.« Daraufhin zog Publius seine Decke über seinen Kopf, und ich lief zu meinem Beutel zurück, um mir die Kappe, welche ich mitgenommen hatte, aufzuziehen. Ich muss zugeben, ich war diesbezüglich etwas amüsiert. Jeder, der schon einmal in einer Kirche oder Kathedrale war, wird wissen, dass man dort seine Mütze oder was auch immer man auf den Kopf trägt, abnehmen muss. Die Kapelle an sich ist recht schlicht. Zwei Reihen zu jeder Seite, vorne der kleine Altar mit dem Gekreuzigten. Natürlich war es nicht Bacchus, der gekreuzigt wurde, sondern Jesus. Doch ich erinnerte mich, wie ich die Legende von Dionysos gelesen hatte und recht schnell die Parallelen zu den Evangelien erkannte. Ich hatte, was das anging, sogar unseren örtlichen Pastor befragt. Doch er meinte nur, ich würde Satan in mein Herz lassen, wenn ich diese Gedanken hegte. Ach, natürlich würde ich das. Wir traten vor den Altar und ich sah Publius an und fragte, was denn ein geeignetes Gebet für diesen Gott sei. »Nun, eigentlich ist es nur den Priestern vorbehalten, zu Bacchus zu sprechen.« »Aber«, gab ich mit einem frechen Grinsen zurück, »aber wir halten ja keine wirkliche Zeremonie ab«, fügte er hinzu, bevor er seine Hände in einer haltenden Geste ausstreckte und sprach, »Heiliger Bacchus, der du von Stadt zu Stadt gepilgert bist, um deine Kunde zu verbreiten, gib uns Kraft für die bevorstehende Aufgabe, die uns zuteil wird. Und so, wie du deine Feinde mit Wahnsinn geschlagen hast, strecke all jene nieder, welche sich uns in den Weg stellen.« Dann zückte er sein Gladius und schnitt sich in die rechte Hand, um seinen Pakt mit der Gottheit zu besiegeln, und ließ sein Blut auf das weiße Altartuch tropfen. Eintrag 6, 11. Mai 1960. Der weitere Weg zur Festhütte gestaltete sich relativ kurz und relativ einfach. Die Hütte besteht aus Holz mit zwei Fenstern auf jeder Seite. Anders als die Kapelle jedoch war die Hütte abgeschlossen. Man muss den Schlüssel dafür direkt beim Bürgermeister abholen. Glücklicherweise waren die Fenster jüngst erst geputzt worden, weswegen wir problemlos hineinsehen konnten. In der Hütte befanden sich Bänke an zwei Ecken. An einer Ecke befand sich ein Tisch und an der anderen eine Eistruhe, obwohl ich davon ausging, dass das Eisfach leer war. In der Mitte des Raums befand sich ein großer Tisch, auf dem man bei Festlichkeiten immer die zahlreichen Kuchen und Teller und das Besteck legte. »Tja«, gab ich geschlagen von mir, »hat es wohl recht,
Zeit, die beiden gleichen Tunnel zu durchforsten. Ich wollte wieder kehrt machen, doch Publius hielt mich ab. »Moment mal, wozu liegt da ein Tuch unter dem Tisch?« »Tuch?« fragte ich verwirrt und spähte erneut in den Raum. »Das ist doch alles aus Holz, der Tisch, die Stühle, oh, der Boden. Warum sollte es jemand stören, wenn der zerkratzt wird?« Wir sahen uns eine Sekunde fragend an, ehe er sein Gladius nahm und eines der Fenster zerschmetterte. »Wir können ja sagen, dass wir es schon so vorgefunden haben. Ein paar dumme Kinder oder Jugendliche hatten wohl auf eine kleine Ausbeute gehofft.« Gab er als Erklärung ab, die wir geben konnten. Ich lachte nur, ob seiner Spitzfindigkeit, ehe wir die Hütte betraten. Drinnen war es merklich kälter als draußen. Ohne große Anstrengung schafften wir den Tisch und die Stühle beiseite und zogen das Tuch, was in Wirklichkeit ein dünner Teppich war, beiseite und starrten dann auf eine hölzerne Klappe ohne Schloss. Wir grinsten uns beide an, ehe Publius sich nach unten beugte und die Klappe öffnete und den Blick auf eine weitere Leiter, die in die Dunkelheit führte, freigab. Rolle 31, 8. Kalender des Januar, 762 ab Ube Condita. Mit Karl unter mir öffnete ich die Klappe über mir. Doch als ich sah, wo wir gelandet waren, schloss ich sie wieder und sah zu Karl. »Wir sind hier falsch, das ist das Grab, durch das ich zu dir gekommen bin.« Er sah daraufhin zu dem Schriftzug neben der Leiter, dann wieder zu mir. »Es kann nicht sein, du hast gesagt, du bist durch die Leiter mit der Beschriftung DR-44HLL gekommen. Hier steht DS-8000HLL.« Ich dachte einen Moment nach, ehe ich nachgab, die Klappe öffnete und wir das Grab betraten. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Entweder Merkur spielt uns einen Streich oder hier geht etwas wirklich Merkwürdiges vor sich. Denn ja, es war das exakt gleiche Grab, bis hin zu dem Topf, der mir heruntergefallen war. Ihr wisst schon, der, den nicht kaputt gegangen war. Jedoch stand er wieder an seinem Platz. Nun gut, möglich, dass jemand nach mir das Grab betreten und den Topf wieder an seinen Platz gestellt hatte, doch diese Annahme wurde schnell zerschmettert, als Karl mich aus dem Grab rief. Es war Herbst. Wir sahen die braunen und gelben Blätter auf den Bäumen um uns herum und auf dem Boden unter uns. Hatte Persephone zu viel Wein getrunken? So schien es zumindest. Er fragte mich nach den Steinen, die hier angeblich stehen sollten. Ich deutete auf die kleinen parallelen Steine, die es hier auch gab. Und tatsächlich befand sich am Ende des Weges der uralte Steinkreis. Wie gebannt stand Karl da und starrte voller Ehrfurcht auf das steinerne Ensemble. Was mich anging, schaute ich mir die Gravierungen an den Steinen und den zentralen Altar an. Und mir fiel auf, dass sie, wie bei uns in Mons Petrae, nicht verwittert waren. »Sieh dir das an!« »Erstaunlich, nicht wahr? Scheint mir aus der Jungsteinzeit zu kommen, vielleicht piktisch oder etwas Ähnliches«, meinte er, als er zu mir kam. »Sieh dir das an! Alles relativ neu oder zumindest nicht verwittert.« »Nun ja, ich denke mal, das alles ist erst neu errichtet worden«, nahm er an, doch ich schüttelte demonstrativ den Kopf. »Nein, das meine ich nicht. Ich will sagen, dass die Gravierungen auf den Steinen bei uns, auf dem Hügel, auch nicht verwittert sind.« »Was meinst du?« »Will sagen, dass wenn wir annehmen, dass wir irgendwie durch die Zeit reisen, man annehmen müsse, dass die Gravierungen in Mons Petrae verwittert wären.« Seinem Nicken nachzuurteilen verstand er, worauf ich hinaus wollte. Er fragte mich, ob ich eine Ahnung habe, was hier vor sich ginge. Ich verneinte und wollte gerade eine Antwort geben, als wir in der Ferne das Klingen von Instrumenten hörten. So schnell wir konnten, versteckten wir uns hinter einem umgefallenen Baumstamm in der Nähe und hörten gebannt zu, wie das Klingen näher und näher kam. Dazwischen hörten wir auch Stimmen, Wehklagen, Weinen. Es war eine Sprache, die mir
und Kale vollkommen unbekannt war. Er wies sogar darauf hin, dass es sich nicht einmal wie Gälisch anhörte, welches scheinbar eine weitere Sprache in seiner Welt war. Eine Weile später sahen wir Menschen, die diese Laute und Töne von sich gaben. Es war eine Trauergemeinde. Geführt wurde sie von einer, zugegeben, recht hübschen Priesterin. Ihr Gesicht sowie ihre Arme und Beine und Brüste waren in der gleichen hellblauen Farbe bemalt, wie man sie auf den Gravierungen vorfand. Der Zug selber bestand aus einer sehr merkwürdigen Schar. Einige trugen, nun ja, richtige Kleidung, Hosen, primitive Tuniken, Mäntel. Ihre Haare waren fein zurechtgemacht und waren geschmückt mit Perlen und anderen Ornamenten. Doch unter ihnen gab es noch einige, welche in primitiven Fellen gekleidet waren. Sie trugen ihr Haar wild und ungezähmt und trugen Schmuck aus bemalten Knochen und kleinen Steinen. Wir sahen zu, wie der Leichnam eines der Mitglieder auf einer Bahre von Zweien zum Altar getragen und auf diesen gelegt wurde. Dazu gesellten sich ein Mann und eine Frau, beide relativ jung und beide Teil der Menschen, welche echte Kleidung trugen. Wie die Priesterin, so hatten sie ihre Haut ebenfalls mit hellblauer Farbe verziert. Die Frau fing an zu weinen und der Mann nahm sie tröstend in den Arm. Erst jetzt fiel mir auf, dass der Leichnam relativ klein war. Ein Kind also, das, gemessen an der Größe des Körpers, nicht älter als 10 Jahre. Rolle 32. 8. Kalender des Januar. 762 ab Ube Condita. Entschuldigung, aber auf der anderen Rolle ging mir der Platz aus. Jedenfalls, der Leichnam war in ein Leintuch gewickelt und wir sahen zu, wie die Priesterin einen Topf voll mit der hellblauen Farbe, nun zu einem Puder verarbeitet, nahm und dieses großzügig auf die Leinen schmierte. Dabei sprach die Priesterin erneut einige Worte in dieser merkwürdigen, uns fremden Sprache. Einige davon wurden von der Menge wiederholt. Daraufhin wurde der Leichnam vom Altar gehoben und die Trauergemeinde erneut von der Priesterin geführt, machte sich auf den Weg zum Grab. Zum Glück hatte ich die Klappe geschlossen. Als die Luft rein war, kamen wir aus unserem Versteck heraus. Kale wollte den Weg, über den die Gemeinschaft gekommen war, entlang gehen. Ich hingegen hielt ihn erst einmal davon ab, und wir gingen hinüber zum Altar, auf den noch etwas von diesem hellblauen Puder verstreut war. Ich strich meine rechte Hand darüber, rieb dann Daumen und Zeigefinger aneinander und roch daran. Es stellte sich heraus, dass das Puder einen sehr angenehmen, wenn auch sehr schwachen Geruch abgab. Das Puder selber war recht dick und klebte noch etwas an meiner Hand, nachdem ich es mit meiner Decke abwischte. Das ergibt alles keinen Sinn. Das Grab, die Gravierung und jetzt das. Ich denke, ich sollte vielleicht eher sachlicher an die Sache herangehen. Nachdem wir den Weg, der weg von dem Steinkreis führte, herunterliefen, kamen wir an einigen leeren Feldern vorbei. Nun ja, was heißt leer? Es war immerhin Herbst und daher sahen wir zahlreiche Bündel mit geschnittenem Getreide zu Berge gestapelt oder auf Karren geladen. Wie vor dem Altar wurde ich neugierig und ging zu einem Karren nahe dem Weg und sah mir die Ernte genauer an. Kale beschwichtigte mich jedoch, weiterzugehen und hier nicht herumzulungern. Zugegeben, er hatte durchaus recht, doch ich war einfach zu neugierig. Ich sah in den Karren hinein und mir fiel eine Art Handsense auf, welche neben dem ungeschnittenen Getreide lag. Ich hob sie auf und sah, dass sie recht primitiv gearbeitet worden war. Was mich allerdings am meisten erstaunte, war, dass sie keine Klinge aus Metall, sondern aus Stein besaß. Dazu noch eine recht scharfe, da ich mich wie ein kompletter Vollidiot daran schnitt. Wie in Carles' Welt, so war dies recht hügelig, jedoch weitaus mehr bewaldet
als bei uns in Mons Petral. An den Stellen, an denen der Wald gerodet war und sich keine Felder befanden, sahen wir primitive Hütten aus Stein und Stroh. Diese traten vermehrt auf, als wir uns dem Dorf näherten, aus dem die Trauergemeinschaft wohl kam. Allerdings hatten wir recht in unserer Vermutung, dass nicht das gesamte Dorf zur Trauerfeier gekommen war. Um das Dorf gab es eine Palisade, an der wir ach so vorsichtig entlang schlichen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Glück hatte das Dorf keine Wachen und Wachposten. Doch konnten wir die Stimmen der Bewohner hören. Das Lachen und Spielen von Kindern, das Geräusch von Ziegen und Hunden, Hühnern und Schweinen, das Dreschen von Korn nach der Ernte und der Gesang, den die Bewohner währenddessen von sich gaben. Ab und an war die Wand von kleinen Fenstern durchbrochen, wahrscheinlich Schießscharten oder sowas ähnliches. Da ich nun mal sehr neugierig bin, hielt ich immer einige Sekunden inne und sah hindurch, um zu beobachten, was denn so innerhalb der Palisaden geschah. Durch eine Öffnung konnte ich sogar auf das blicken, was ich als Dorfzentrum identifizierte. Ein großer runder Platz, umgeben von einigen großen Hütten und einem riesigen Stein in dessen Zentrum. Es erinnerte mich sehr stark an den Menhir aus Dayas Dorf, doch war er, wie die Steine auf dem Hügel, flach und nicht rundlich. Und wie die Steine auf dem Hügel hatte er ebenfalls hellblau eingefärbte Gravierung. Allerdings war ich zu weit weg, um sehen zu können, was sie darstellten. Doch dies waren ganz offensichtlich nicht Dayas Leute oder sonst irgendein bretonischer Stamm, auch wenn mich die Kunst dieser Leute etwas an sie erinnerte. Abgesehen von dem Dorf selber, konnte ich durch die Öffnung ab und zu einen kurzen Blick auf die Werkzeuge dieser Leute erhaschen. Messer, Sensen, Beile, Äxte, Speere, Lanzen, doch waren all ihre Klingen aus Stein gefertigt. Dayas Leute, wie alle bretonischen Stämme, waren gut vertraut mit der Kunst, Eisen und Bronze zu schmieden und zu Kunstgegenständen und Waffen zu formen. Wer auch immer die Leute waren, sie waren etwas gänzlich anderes. Psst, rief Karl in einem Flüsterton und deutete auf ein Feld vor uns, das scheinbar noch nicht geerntet worden war. Wir sollten uns dort verstecken und zu dem Hügel dort vorne laufen, bevor man uns noch entdeckt. Und was dann? Fragte ich, da mir schien, dass sein Plan nicht wirklich ausgereift war. Dann gehen wir in den Wald und hoffen darauf, dass die anderen schon fort sind, wenn wir wieder zum Grab gehen. Du willst schon wieder abhauen? Rief ich erstaunt. Interessiert es dich nicht, wo wir gelandet sind? Doch schon, gab er zurück. Aber trotzdem habe ich keine Lust, irgendwie ergriffen und abgemurkst zu werden. Das schien mir sehr einleuchtend. Immerhin wussten wir nichts über diese Leute. Und soweit es diese anging, waren wir Eindringlinge in ihrem Gebiet. Hier galt die Macht Roms nicht. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, ob das hier überhaupt ein realer Ort auf irgendeiner Karte ist. Rolle 33. 8. Kalender des Januar 762 ab Ube Condita. Und wieder ist eine Rolle vollgeschrieben. Tut mir leid, aber die Rollen, welche mir Karl vor unseren Abenteuer gegeben hatte, sind relativ klein und ich habe eine doch recht große Schrift. Aber wie dem auch sei, ich schreibe weiter. Wir schlichen uns also leise und vorsichtig von der Palisade weg in das nahegelegene Feld. Ein kühler Herbstwind begann zu wehen, weswegen unsere Bewegungen wohl nicht so sehr auffielen. Nicht, dass es Wachen gab, die das hätten bemerken können. Doch auf halbem Weg durch das Feld stoppte Karl abrupt. »Was ist los? Wieso halten wir an?« fragte ich ihn. Er brach einen der Halme ab und hielt es mir vor die Nase und sprach, »Weißt du, was das ist?« »Was zum Essen?« gab ich humoristisch zurück. »Das ist Emma«, rief er, und ich konnte das Erstaunen wie auch die Verwirrung in seiner Stimme hören. »Das wird in Europa seit Jahrtausenden nicht mehr angebaut.« »Dein Punkt?« »Also entweder machen wir jedes Mal, wenn wir eine Leiter hoch und runter gehen, eine Zeitreise oder... oder was?« »Oder wir sind selbst Teil eines Jules Verne-Romans.«
Ich wusste zwar nicht, wer das war, doch bestärkte ich Karl, weiterzugehen. Er willigte nach etwas Überzeugungskraft ein, und wir erreichten dann auch nach einiger Zeit den Wald. Dort versteckten wir uns auch gleich hinter zwei dicken Bäumen und sahen uns eine Weile die Siedlung vor uns an. Klar, sicher, es war Herbst und etwas windig, doch wirkte die Siedlung auf mich fast schon friedlich. So wie man sich das Elysium vorstellt, jedenfalls so, wie ich es mir vorstellte. Jedoch schoss mir dann ein Gedanke durch den Kopf, während ich über alles Mögliche sinnierte. Hier gab es einen Steinkreis, ein Grab, eine Stadt und einen Hügel, so wie in Mons Petrae und in Carlisses Welt. Obgleich letzteres nur einen Hügel ohne Grab und Kreis hatte. Was wäre, wenn das kein Zufall war? Wenn diese Welten in einem Zusammenhang standen und nicht nur eine Aneinanderreihung zufälliger Zustände war, immerhin würde das die ganzen unterirdischen Gänge erklären. Und wie in Mons Petrae, so gab es in Carlisses Welt ebenfalls drei Fixpunkte neben dem Hügel. Der Marktfleck Menneth, die Stadthügel selbst und das Anwesen des Lords MacDonald. Hier gab es die Siedlung und einen Hügel. Und die Menschen mit den Fellstücken schienen scheinbar nicht aus dieser zu kommen. Demnach musste es noch einen kleineren Fleck neben der Siedlung geben, wohl auf gleicher Linie mit der Siedlung. Und wenn es diesen Flecken tatsächlich gab, dann musste es in der Richtung, in die wir durch das Feld gelaufen waren, irgendeinen heiligen bzw. abgesonderten Ort geben. Ich sah zu Karl und ließ ihn an meinen Gedanken teilhaben, und mir schien so, als hatte er sich diesbezüglich ähnliche Gedanken gemacht. Er nahm meinen Vorschlag daher an und wir fingen an, in gleicher Richtung durch den Wald zu stapfen. Während der ganzen Zeit hielt ich mein Gladius eng umklammert fest. Für Karl kann ich nicht sprechen, aber was mich anging, hatte ich eine unheimliche Angst. Scheiß auf das Mannsein. Wir waren in einer fremden Region, in der Wildnis. Mitten im kalten Herbst. Jupiter weiß, was hinter den Bäumen hätte hervorspringen und uns umbringen können. Zum Glück lauerte nichts dergleichen auf uns, sondern etwas vollkommen anderes. Laut Karl waren wir eine halbe Stunde gelaufen, als wir auf mehrere Bäume stießen, von denen zahlreiche Skelette hingen. Ich glaubte zunächst an eine Art Friedhof. Doch Baumstümpfe mit getrocknetem Blut ließen keinen Zweifel zu, dass wir in eine Richtstätte gelaufen waren. An einigen der Leichen hing noch etwas Fleisch, und die Tatsache, dass einige der gleichen Perlen wie die Menschen in dem Trauerzug trugen, bedeutete, dass es Menschen aus dem Dorf sein mussten. Rolle 34. 8. Kalender des Januar. 762 ab Ube Condita. So, das ist die letzte Rolle, die ich zur Verfügung habe. Falls wir noch auf etwas Interessantes stoßen, nachdem diese hier vollgeschrieben ist, dann tut mir es leid. Ist halt so. Jedenfalls marschierten wir noch eine ganze Weile in der Richtstätte umher, wo ich erneut zahlreiche Messer aus Stein fand. Bis Karl auf einen Weg stieß, der tief in den Wald zu führen schien. Wir sahen uns zunächst fragend an und fragten uns wohl zur gleichen Zeit selber, ob wir diesen Weg wirklich gehen sollten. Doch da wir eh schon tief im Wald waren, entschied ich, dass wir es bis zum Ende durchstehen würden. Dieses Ende jedoch stellte sich als schneller erreicht heraus, als uns lieb war. Nach Carlisle waren wir nicht einmal 10 Minuten gelaufen, als der Pfad vor dem Eingang zu einer riesigen Höhle führte. Vor diesem standen eine Reihe kleinerer Steine, ähnlich denen auf dem Hügel, welche ebenfalls mit hellblauen Mustern verziert waren. Langsam und vorsichtig liefen wir auf den dunklen Eingang zu, während Carlisle in seinem Beutel herumkramte und schließlich eine, wie er es nannte, Taschenlampe herausnahm. Ich staunte nicht schlecht, als er etwas daran herumdrehte und das Ding einen grellen Lichtstrahl von sich gab. Mit diesem merkwürdigen Licht vor uns betraten wir die dunkle Höhle, welche zu unserer Verwunderung recht begehbar war.
Sicher, einige gefährliche Stufen gab es durchaus, doch im Grunde war der Abstieg in die Tiefe relativ gefahrlos. Jedoch wussten wir nicht genau, wo er uns hinführen würde. Carley ging voraus und folgte einigen hellblauen Wandmalereien, welche an Größe und Zahl zunahmen, je tiefer wir uns in die Höhle wagten. Was mich vor allem verwunderte, war der vollkommene Verlust jeglichen Zeitgefühls in dieser finsteren Welt. Jede Wand sah gleich aus, viele der Wandmalereien wiederholten sich sogar. Ich fragte mich insgeheim, ob Carley überhaupt wisse, wo es lang ginge, oder ob wir uns ständig im Kreis drehten. Was allerdings nicht der Fall war, da wir nie nach oben, sondern stets nach unten gingen. Nach einer unbestimmten und unbekannten Weile gelangten wir schließlich in etwas, das Carley und mir wie eine Art Hauptkammer erschien. Wir legten unsere Sachen ab und schauten voller Ehrfurcht auf das, was die Bewohner der Siedlung hier geschaffen hatten. Alle Wände waren bemalt und diesmal nicht in einem eintönigen Hellblau. Gelbe Ähren wechselten sich ab mit roten Pferden und grünen Vögeln. Auch schien es so, als hätten die Erschaffer dieser Bilder herausgefunden, wie man Blau in verschiedenen Tönen darstellte. Neben dunklem Blau, welches Wasser darstellte, sahen wir auch mittleres Blau, welches als Teil des Schmucks auf den mit schwarzer Farbe gemalten Menschen verwendet wurde. Mich erstaunte vor allem die Detailgenauigkeit der Tiere, die auf den Wänden abgebildet worden waren. Wir fanden Darstellungen von Pferden, Hühnern, Schweinen. Dazu noch Abbildungen von Tieren, welche ich noch nie gesehen hatte. Löwen und riesige Nashörner. Und in einer Szene jagten Menschen etwas, das aussah wie ein riesiger Elefant mit Haaren. Jupiter sei Dank, dass wir keines dieser Tiere im Wald begegnet waren. Anmerkung: Hier endet die letzte Rolle von Publius Septimus Tertio, welche wir aus den Ruinen des Containment Projects geborgen haben. Das Nachfolgende sind die letzten Einträge aus dem zweiten Tagebuch von Carley McEwan aus DE 1920. Rollen 31 bis 34 sowie das zweite Tagebuch wurden beide in einer kleinen Nische tief in der von Publius und Carley beschriebenen Höhle gefunden. Wie bei Rolle 28 habe ich mir die Freiheit genommen, den Anfang des Eintrags zu entfernen, da er exakt dasselbe beschreibt wie Rolle 35. Eintrag 7, 11. Mai 1960. Diese Höhle ist einfach unglaublich. Ich hatte im Geschichtsunterricht und in unserer bescheidenen Bücherei schon einiges über die Höhlenmalereien der Steinzeit gelesen, aber es selbst mit eigenen Augen zu sehen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Allerdings weiß ich nicht, was ich fühle oder denken soll, nachdem ich die Malereien gesehen habe, die ich nun im Detail beschreiben werde. Sie befanden sich in einer kleinen Seitenkammer links des Eingangs, durch den wir gekommen waren. Da ich Publius nicht im Dunkeln stehen lassen wollte, bat ich ihn, zu mir zu kommen. Ich glaube, er war ebenso verwirrt, wie ich es war. Vor uns entfaltete sich ein riesiges Fresko, bestehend aus allerlei seltsamen und unerklärlichen Szenen. Auf der linken Seite sahen wir einige schwarze Säulen mit weißen Punkten darauf. Ich hielt sie zunächst für missratene Bäume, der Fehlversuch eines Priesterlehrlings. Dann fielen mir jedoch die zahlreichen kleinen Vögel auf, die zwischen den Säulen umherflogen, und aus irgendeinem Grund erinnerte mich das an Mrs. Darcy und ihrem Geschwafel von Stahltürmen und fliegenden Autos. Doch die Zeichnungen wurden immer obskurer. Dazu zählte man ein riesiges X mitten auf der Wand, durch welches waagerechte Sprossen von oben nach unten verliefen, wie bei einer Leiter. Eine Reihe von netzartigen Kuppeln, alle von der gleichen Größe, auf einer einsamen Insel im Wasser stehend. Das letzte, das ich beschreiben werde, enthält einige menschliche Darstellungen, und es ist mir mit Abstand das Obskurste, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es beginnt mit einer Darstellung einer Person, umringt von zahlreichen anderen. Sie tragen alle Waffen,
und scheinen damit einige andere, größere Menschen zu attackieren. Eine Person fällt dabei besonders auf, da sie einen blauen Streifen um den Hals hatte. Wahrscheinlich eine Kette oder eines dieser Damenkopfbänder für feine Anlässe. Diese Person sieht man rechts daneben auf einem Stuhl sitzen. Ja, Stuhl. Im Sinne von einem modernen, nicht steinzeitlichen oder antikem Stuhl. Sie wirkte angespannt und rechts von ihr standen einige weiße Gestalten, welche alle etwas Dünnes und Spitzes in den Händen hielten. Ob es Messer für eine bevorstehende Opferung oder vielleicht sogar Stifte waren, kann ich nicht sagen. Jedenfalls befand sich in der nächsten Szene nichts. Ich meine, wirklich nichts, außer einem schwarzen, wohl mit Holzkohle gemalten Fleck. Erst daneben befand sich die letzte Tafel, welche die Person mit der blauen Kette zeigte. Sie war umringt von anderen Menschen und umgeben von Gebäuden, die sehr stark denen aus der Siedlung ähnelten. Was hat das alles nur zu bedeuten? Ganz gleich, was es bedeutet, ich habe das Gefühl, dass es nichts Gutes ist. Durchdrungen von diesem schlechten Gefühl, erklärte ich Publius, dass wir so schnell wie möglich wieder nach Manten zurückkehren sollten, ehe man uns hier in dieser offensichtlich heiligen Höhle fand und weiß Gott, was mit uns anstellte. Zum Glück hatte er denselben Gedanken gefasst wie ich, und wir gingen zurück in die Hauptkammer. Allerdings wollten wir nicht wieder den Weg zurück, durch den wir gekommen waren. Gut möglich, dass man draußen schon auf uns wartete. Wir entschieden uns daher, einen Weg direkt gegenüber von uns zu nehmen, der, so hofften wir, uns zu einem anderen Ausgang führte. Ich ging erneut voran, die Taschenlampe fest in der Hand. Dieser Weg war jedoch etwas beschwerlicher als der Weg zum eigentlichen Haupteingang. Mehrere Male mussten wir uns ducken oder sogar kriechen, ehe wir uns wieder aufrichten konnten. An drei Stellen musste Publius mich sogar mittels Räuberleiter hochschieben, damit wir überhaupt vorankamen. Aber zumindest hatten wir dadurch die Gewissheit, dass wir nach oben und damit nach draußen gelangten. Allerdings hatte uns das Klettern reichlich Kraft gekostet, weswegen wir nun einen Moment lang Rast machten. Es ist jetzt, dass ich all dies aufschreibe und Publius das Gleiche tut. Ich habe ihn bereits in Manten gefragt, warum er kein Notizbuch haben möchte, wie das hier. Er meinte, er wollte die Dinge konsistent halten, da er bereits alles andere auf andere Schriftrollen geschrieben hatte. Wie dem auch sei, werden nun das bisschen Essen, welches ich mitgebracht habe, aufessen und uns dann auf den Weg nach draußen machen. Vater wird sicher schon besorgt sein. Werde mich melden, sobald wir den Ausgang erreicht haben. So, hier sind wir nun. Wir haben den Ausgang der Höhle erreicht. Woher ich das weiß? Vor uns steht eine Tür. Ja, ihr habt richtig gelesen, eine Tür. Eine große, ca. 8 Fuß hohe, stählerne Tür steht nun zwischen uns und dem Ausgang. Über dieser steht Exit auf einer Tafel, welche scheinbar mit Elektrizität beleuchtet wird. Zudem ist die Tür mit einem riesigen Schloss versehen. Ich verarsche euch nicht, diese vermutlich meterdicke Stahltür ist durch ein handelsübliches Schloss für Schlüssel gesichert. Aber wenn man bedenkt, wo wir hier sind, ergibt das irgendwo auch Sinn. Ganz gleich, was das hier auch alles ist. Die Menschen hier leben in der Jungsteinzeit. Woher sollen diese Leute wissen, was ein Schlüsselloch oder ein Schloss ist? Diese Menschen wären schon mit dem Konzept eines Schweizer Taschenmessers überfordert. Ich kramte in meinem Beutel umher und fand schließlich den kleinen, aber in der Tat feinen Schraubenzieher, den ich vor unserem Aufbruch eingepackt hatte. Ich bin Mechaniker, in Ordnung? Für mich gibt es nichts, das sich nicht mit Werkzeugen lösen lässt. Jedenfalls hatte ich zunächst den Impetus, den Schraubenzieher zu nutzen, um damit das Schloss zu knacken. Doch dann blickte ich auf das elektrische Signal oberhalb der Tür und mir kam in den Sinn, dass diese Tür bestimmt gesichert war und irgendein Alarm ertönen würde, würde ich versuchen, das Schloss zu knacken. Daher nahm ich den Schraubenzieher und schlug leicht auf die Steine der beiden Wände neben uns,
und hoffte auf ein hohles Geräusch. Ach ja, das hatte ich noch gar nicht angesprochen. Die Höhle ist echt. Kein Pappmaché, keine versteckten Stahlträger oder sonst irgendein derartigen Scheiß. Wenn dies, wie ich ebenfalls vermutete, eine Art Freilichtmuseum war, hatten die Verantwortlichen auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Es dauerte auch gar nicht lange, als mein Schraubenzieher dann auf etwas Hohles stieß. Ich ergriff den großen, hochkant gesetzten flachen Stein, gegen den ich mit aller Vorsicht gehämmert hatte, und zog ihn zur Seite. Dahinter verbarg sich nichts, außer einer Taschenlampe, einer komischen schwarzen und flachen Rechteck mit Knöpfen an den Seiten, sowie ein einziger kleiner Schlüssel. An diesem hing ein Zettel, verpackt in einer eigenartigen, durchsichtigen Schicht, auf dem nur stand Containment Project Outer Gate. Was zum Teufel war das Containment Project? Projekt Eindämmung. Aber Eindämmung von was? Ein ungutes Gefühl beschlich meinen Körper. Was wäre, wenn alle, Publius, ich, seine und meine Familie, dieser Ort und seine Bewohner, Teil eines riesigen Bunkersystems waren? Und hinter dieser Tür eine apokalyptische Welt voller Krieg, Tod, Krankheiten und Epidemien auf uns wartete. Doch das konnte auch nicht stimmen, denn das Signal oberhalb der Tür wurde mit Strom betrieben. Und der musste von irgendwo herkommen. Ich sah auf den Schraubenzieher, dann in Publius' Gesicht. »Ich kann versuchen, das Schloss zu knacken«, sagte ich in einem ernsten Ton. »Aber ich weiß nicht, was passieren wird oder was hinter der Tür auf uns lauert.« »Wir haben nur zwei Möglichkeiten«, gab er mit stoischer Gelassenheit zurück. »Entweder wir brechen durch diese Tür und stellen uns, Jupiter weiß was, oder wir bleiben hier und warten, bis wir von diesen Leuten geschnappt werden. Und da keiner von uns ihre Sprache spricht, wird das bestimmt kein lustiges Unterfangen werden.« »Das stimmt nicht ganz«, gab ich erneut ernsthaft zurück. »Es gibt nur eine dritte Möglichkeit.« Daraufhin holte ich die Pistole meines Vaters aus meinem Beutel hervor, die ich für den absoluten Notfall mitgenommen hatte. Natürlich wollte Publius sie inspizieren, doch ich hielt ihn prompt davon ab und erklärte ihm nur, dass dies eine Waffe mächtiger als alle Speere, Lanzen und Schwerter in Mons Petra war. »Was ist also dein Plan, deine Notlösung?«, fragte er. »Wir warten bis zum Anbruch der Nacht. Es gibt mit Sicherheit einen Weg von der Höhle zum Dorf, so wie es eine Straße von der Stadt zu Lord McDonalds Anwesen gibt. Sobald wir die Felder um die Siedlung erreichten, schleichen wir uns zurück zum Grab und verschwinden von hier.« »Wenn man uns erwischt?«, fragte er aufgeregt. Ich grinste nur, hielt die Pistole zwischen uns und meinte keck, »dann werden die Leute hier ihre erste Bekanntschaft mit Metall machen.« Er lachte frech und meinte dann, ich sollte es mit dem Knacken einfach versuchen, woraufhin ich zum Schloss und ans Werk ging. Tatsächlich brauchte es eine Weile, bis ich ein Klicken hörte und die Tür aufbekam. Ich zückte sofort meine Pistole und Publius sein Kurzschwert in Erwartung der Apokalypse dahinter. Doch es war nichts. Keine Apokalypse. Keine Zerstörung. Keine menschenleere Einöde. Keine Monster, keine verlassenen Häuser. Vor uns nur eine parkähnliche Anlage mit Wegen und Laternen, mit Bäumen und proper gepflegten Rasen. Ganz gleich, wo wir waren draußen. Wo auch immer draußen war. Natürlich wollten wir sofort das besagte äußere Tor auskundschaften, doch hatte Publius einen genialen Einfall. Sollten wir tatsächlich sterben und man unser Geschriebenes finden, so würde man wissen, was wir getrieben und gesehen hatten. Und so schreibe ich diese vielleicht letzten Zeilen, bevor wir dieses Tagebuch und die Rollen in dem zuvor entdeckten Loch in der Wand verstecken. Falls diesem Eintrag nichts mehr folgt, bedanke ich mich dafür, dass ihr zumindest dieses Buch gefunden habt. Das andere befindet sich in meinem Zimmer oberhalb der Werkstatt. Und Publius' andere Rollen findet ihr in seinem Haus nahe der Metzgerei von Quintilius Catus. Laut Publius ist der Eingang seines Hauses mit einer Statue der Justitia geschmückt. Viel Spaß beim Lesen. Freundliche Grüße, Carley McEwan.
Containment Project 4. Gedanken. Containment Project Auswertung. Datenlog 4. Name: Kwa-Ek Daku. Verwaltungsbereich: Leiter historischer Auswertung der Containment Project Anlagen auf SOL 001. Datum: 15. Tag des 4. Monats, Jahr 372 nach Gründung der Republik. Berechtigung erteilt. Guten Tag. Entschuldigung, dass ich 10 Tage bis zum Eintrag des letzten Datenlogs gebraucht habe. Wir haben uns nicht allzu lange Zeit eine wichtige Entdeckung gemacht und daher musste dieses Projekt leider hinten anstehen. Beginnen wir einfach damit, dass ich im Laufe der Erforschung dieses Planeten schon auf einige Experimente gestoßen bin, die die ehemaligen Bewohner an ihresgleichen vollzogen haben. Einige waren recht interessant, andere verwunderlich, andere einfach nur verachtenswert. Dieses hier gehört womöglich in alle der eben genannten Kategorien. Ich glaube, ich sollte zum Abschluss noch etwas über die Fundstücke, die als Vorlage dieses Datenlogs dienen, sagen. Es sind nun fast 200 Jahre vergangen, nachdem die Rollen und die Tagebücher geschrieben wurden. Als wir die CP-Anlagen fanden, untersuchten und erforschten, befanden sich die Rollen und die Tagebücher in einem recht desolaten Zustand. Teilweise von Organismen zerfressen, auf manchen Seiten war die Tinte vollkommen verblasst. Wir bemühten uns, die Informationen so gut es ging zu erhalten und aufzuschreiben, doch da uns wesentliche Teile fehlten, war es uns nicht möglich gewesen, die gesamte Geschichte der beiden Personen P.S. Tertio und Carly McEwan zu rekonstruieren, bis wir die zentrale Kuppel untersuchten. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um das eigentliche Kontrollzentrum handelte. Hier schienen alle Fäden und Informationen zusammengelaufen zu sein. Ob DCNTRL nun für Dome Central oder Dome Control steht, können wir nicht mehr sagen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass dies hier eine hochtechnisierte Anlage war, wohl entweder von einem reichen privaten Investor oder der hiesigen Regierung selbst gefördert worden. Aber zurück zum eigentlichen Datenlog, dem letzten Teil des Puzzles. Neben transkribierten Aufzeichnungen der Rollen und Tagebücher fanden wir außerdem noch eine letzte, vom Kontext her vollkommen unsinnige Tonaufnahme. Bedenkt man deren Inhalt und was in dem letzten Eintrag von Carly McEwan steht, doch als wir die Kuppel und die Funktionen sowie das Funktionieren des Containment Projects näher untersuchten, verstanden wir, wie diese Aufnahme in das Gesamtbild passt. Hier also der letzte Eintrag. Das letzte Stück des Puzzles. Gedankenaufnahme Nummer 1684. Subjekt: Carly McEwan. Datum: 28.03.2270. Aufnahmeleiter: Clarence O'Callaghan. Transkript durchgeführt durch Clarence O'Callaghan. Das nun folgende basiert auf den aufgezeichneten Erinnerungen des Subjekts namens Carly McEwan aus Dome Edwardian 1920. Es wurden einige Tagebucheinträge dieses Subjekts in DE 1920 und DS-8000 gefunden, welche als Vorlage für die folgende Transkription dienen. Es ist zu bemerken, dass wir beide Tagebücher an ihren ursprünglichen Ort belassen haben. Wir traten in den Park vor uns und steckten unsere Waffen weg, als klar wurde, dass uns keine Gefahr drohte. »Wo sind wir?« fragte Publius verwirrt, doch als wir uns umdrehten, sahen wir, wo wir waren. Wir waren draußen. Ich meine nicht draußen in einer anderen Welt, sondern wirklich draußen. Und nun begann ich auch zu begreifen, was vor sich ging, als wir vor uns den Boden einer gigantischen Kuppel sahen. Wir schienen Versuchskaninchen zu sein, eingeschlossenen Kuppeln, abgeschottet von der realen Welt, verbunden durch dieses Tunnelsystem. Leider konnte ich mir diesbezüglich keine Gedanken machen, da mich irgendetwas biss,
Ich spürte einen kurzen elektrischen Schlag, ehe ich zu Boden fiel. Kurz bevor sich meine Augen schlossen, sah ich einige seltsame, roboterähnliche Gestalten auf mich zukommen. Ich wachte langsam wieder auf. Nur einen älteren Herrn und zwei Wissenschaftlern zu sehen, wie sie interessiert vor ihren Computern saßen. Über ihnen befand sich eine große LED-Leuchte mit verschiedenen, mir unbekannten Bezeichnungen. Jetzt merkte ich erst, dass ich an etwas gefesselt und mein Kopf an irgendein Gerät angeschlossen war. So auch Publius, welcher sich, von mir aus gesehen, rechts von mir befand. Ich versuchte ihn aufzuwecken, erregte dadurch jedoch nur die Aufmerksamkeit der drei Personen vor uns. Sie stiegen von ihren Stühlen auf und kamen auf uns zu. »Ah, unsere Ausreißer sind wach. Sehr gut.« »Wer sind Sie?« sprach ich müde. »Wo sind wir hier?« »Mein Name ist Dr. O'Callaghan und wir befinden uns in der Kontrollkuppel des Containment Projects.« »Welches Jahr haben wir?« fragte ich. »Heute ist der 28. März 2270.« Nun wachte auch Publius auf, doch sofort, als er merkte, was los war, starrte er den Doktor mit großen Augen an. »Drogo? Was machst du hier?« »Ja, ich bin es«, rief der Doktor fast schon erfreut ob der Entdeckung seiner Tarnung aus. »Ich bin der Leiter dieses ganzen Projekts und speziell für Mons Petra zuständig.« »Zuständig?« fragte er verwirrt und noch etwas benebelt. »Was meinst du mit zuständig?« »Das heißt, ich passe auf, dass nichts Unnatürliches nach Mons Petra gelangt und dass alles beim Alten bleibt. Zum Beispiel, wenn ein junger Mann unwissentlich mit einem Kugelschreiber hantiert.« »Kugel was?« »Das, was du gefunden hast«, gab der Doktor in einem tadelnden Ton von sich. »Das hat in deiner Kuppel nichts verloren. In keiner Kuppel, ehrlich gesagt.« »Und wie nennt sich das alles hier?« fragte ich mit einem gewissen Trotz. »Wie bereits erwähnt, ist das hier das Containment Project«, erklärte O'Callaghan stolz. »Vier Kuppeln mit jeweils vier Zeitaltern. Jungsteinzeit, Antike, Mittelalter und Moderne. Alles ein Versuch, eine Kultur und ein Zeitalter auf unbestimmte Zeit zu isolieren und einzudämmen.« »Da hatte ich es. Wie ich vermutet hatte, waren wir doch alle Versuchskaninchen.« Ich fragte den Doktor, wie lange das schon ginge. Er sagte nichts, sondern deutete nur auf eine große Leuchte hinter ihm, auf der stand »Containment Project. Day 6. Month 6. Year 40.« 40 Jahre also«, stellte ich offen fest. »Dann ist es also nicht 1960, oder?« »Laut Zeitrechnung im Dome Edwardian 1920 schon.« »Aber wir sind trotzdem auf den Stand von, was, 1920?« »Wie gesagt, Containment, Eindämmung. Bei euch ist es 1960, obwohl Film etwas gänzlich Neues ist. Bei Publius existiert die Republik noch, obwohl man das Jahr 9 nach Christus schreibt. Und in Dome Medieval, 1340, also nun 1380, gab es nie eine Pest. Kein aufkommender Humanismus.« »Aber das ergibt keinen Sinn«, gab ich von mir. »Sie wollen sagen...« »Meine, unsere Eltern, unsere Großeltern, Mrs. Darcy, die sind doch alle jenseits der 40 oder zumindest hart dran«, versuchte ich zu verstehen. »Ah ja, Mrs. Darcy, auch bekannt als Emily Darcy, Tochter von Paul und Harriet Darcy, geboren am 26. Januar 2247. Verurteilt wegen mehrfachem Vandalismus, Brandstiftung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Liste setzt sich fort.« Ich rechnete kurz. 23? Das konnte nicht stimmen. Mrs. Darcy schien in ihren frühen 80ern, wenn überhaupt späten 70ern zu sein. »Was geht hier vor?« fragte ich Dr. O'Callaghan, nachdem ich ihm diese Ungereimtheit übermittelte. »DNH,
Eine Jugendarbeitslosigkeit von 90%, Straßenbanden voller Kinder, das ist hier los. Vor etwa 70 Jahren machten Wissenschaftler an der Universität von Oxford den ultimativen Durchbruch in der Genetik. Sie schafften es, die Telomerstruktur, also die Genstruktur, die uns altern lässt, zu manipulieren. Daraufhin gründete sich DNAge, eine Firma, welche sich eine Reihe Serer basierend auf diese Erkenntnisse patentierte. Man konnte das physische Alter nun so manipulieren, wie man wollte. Ich schaute den Doktor an, ich fragte: Sie sagen also, Mrs. Darcy ist in Wirklichkeit eine 23-Jährige, gefangen im Körper einer Frau, die körperlich viermal so alt ist? So wie jeder in den Kuppeln, der 20 und älter ist. Eure Eltern, eure Großeltern, alle Erwachsenen sind jugendliche Straftäter aus einer Welt, die vollkommen auf Roboterkraft gebaut ist. Was ich hörte, war einfach unglaublich. Wie konnte die Regierung ein solches Projekt überhaupt erlauben? Woher kamen die Gelder für diese, wie es schien, sündhaft teure Anlage? Eine wilde Flut von Gefühlen ging durch meinen Körper, doch dann erinnerte ich mich an etwas, das Mrs. Darcy zu Publius gesagt hatte, und fragte den Doktor: Mrs. Darcy hatte gemeint, wir seien genauso wie sie, nur umgekehrt, alte Männer, die man jung gemacht hätte. Ist das wahr? Daraufhin fingen Dr. O'Culligan und seine beiden Kollegen laut an zu lachen. Ich dachte mir schon, dass Mrs. Darcy diesbezüglich falsch gelegen hatte, wurde jedoch darin bestätigt, als der Doktor meinte: Wie gesagt, die Telomerveränderung betrifft mehr oder weniger alle über 20. Ihr seid, was wir CNs nennen, Containment Natives. Ihr seid die erste Generation, die wirklich in den Kuppeln geboren und aufgewachsen ist, die keine andere Welt kennt und die keine Anomalien aufweist. Anomalien? Fragte ich spitzfindig. Sie meinen Rückerinnerungen, wie die Geschichten von Mrs. Darcy? Und die Malereien, die ihr gesehen habt, fügte der Doktor zu meinem Erstaunen hinzu. Woher wusste er das? Ich hatte davon in meinem Tagebuch berichtet, doch konnte er es unmöglich gelesen haben. Oder doch? Nachdem man uns ausgenockt hatte? Wie dem auch sei, ich fragte ihn danach und er verwies auf einen großen Bildschirm hinter uns, den wir jedoch nicht sehen konnten. Das Gerät, in dem ihr euch befindet, nennt sich Gedankenvertoner. Wir nennen es Polly. Ihr wisst schon, wie das stereotypische Piratenpapagei. Und was ist das? Was kann das Ding? Alles nachplappern, was wir denken und sagen? Fragte ich spöttisch. Doch O'Culligan nickte zustimmend. Genau das ist die Idee. Die Gedanken eines jeden Ausreißers in Wort und Bild zu erfassen. Und zu verändern. Verändern? Wie in einem verdammten Jules Verne-Roman. Genau. Leider ist es so, dass die Telomerstruktur keinen Einfluss auf die menschliche Psyche hat. Doch wissen wir von Menschen, die auf natürlichem Weg um Jahre jünger aussehen, als sie tatsächlich sind. Äußerlich sehen sie aus wie 13, gedanklich und laut Geburtsurkunde sind sie jedoch Mitte 40. Und was hat das mit Gedankenveränderung zu tun? Nun, erklärte der Doktor, meine Wenigkeit und einige meiner Kollegen fanden einen Weg heraus, wie man die Gedanken und Erinnerungen eines Menschen wie Daten auf einer Festplatte abruft, speichern und verändern und sogar löschen kann. Und genau das taten wir. Wir nahmen uns Tausende von straffällig gewordenen Jugendlichen und Erwachsenen, ließen sie altern oder verjüngen, pflanzten ihnen epochenspezifische Erinnerungen und Know-how ein und siedelten sie in den entsprechenden Kuppeln an. »Aber ihnen ist dabei wohl ein Fehler unterlaufen«, sprach Publius auf einmal mit einem frechen Grinsen auf dem Gesicht. »Scheinbar haben sie entweder ihre Arbeit nicht gründlich gemacht oder der Effekt ihres Gedanken, was auch immer, lässt nach 40 Jahren allmählich nach.« »Ja, leider. Leider ist das Unterbewusstsein des Menschen selbst in unserer Zeit noch ein großes Rätsel, wie gelöschte Dateien, die zwar auf dem Rechner noch vorhanden sind, jedoch nur von Spezialisten wiederzufinden sind.« Dies erklärte alles. Mrs. Darcy's wirre Worte.
Die komischen Zeichnungen in der Höhle. Es waren Rückerinnerungen. Rückerinnerungen an Bandenkriege in irgendwelchen Städten voller Wolkenkratzer und fliegender Autos. Ein Bandenkrieg, den die Person mit der blauen Halskette verloren hatte und daraufhin, wie wir in diesem Augenblick, auf einem Stuhl festgeschnallt worden war. Ich wusste also, was gleich folgen würde. Schwärze. Rußgefärbte Schwärze. Ich fragte den Doktor ängstlich, was er nun mit uns machte. Er erklärte uns, er würde uns gleich ein Narkosemittel verabreichen und dann unsere Erinnerungen wieder neu zusammensetzen. Wir würden uns natürlich noch daran erinnern, wer wir waren, auch an die Welt und die Leute um uns herum. Die Erinnerung an die Gänge, an unsere Geschriebenes und an all das hier, das würde jedoch gelöscht werden. Und was ist mit unseren Eltern, meinem Vater, Publius' Familie? Keine Sorge, mit ihnen machen wir das Gleiche. Ihr werdet alle aufwachen und euch an diesen spezifischen Tag nicht mehr erinnern. Und falls doch, werdet ihr es als einen wirren Traum abtun. Aber warum nicht, nachdem ihr uns ausgenockt habt? Fragte ich. Warum diese lange Unterredung? Ihr seid unsere Schützlinge. Darf ich denn nicht wissen, wie ihr so tickt? Auf eure Reaktion etwa nicht gespannt sein? Doch, ich denke schon. Scheint mir nur etwas unnötig zu sein. Plötzlich öffnete sich gegenüber von uns eine Tür und eine recht attraktiv wirkende Kollegin des Doktors kam mit einem Tablett herein. Darauf waren zwei Spritzen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Das Narkosemittel. Ich hatte schreckliche Angst, bei dem Gedanken mir vorzustellen, dass ich gleich alles vergessen würde. Immerhin würde ich für den Zeitraum der Narkose gedanklich so gut wie nicht mehr existieren. Mein Körper, ja, aber meine Gedanken würden sich außerhalb dessen befinden. Es wäre eine wirre Vorstellung. Mein Puls raste, als die junge Frau näher kam und vor uns stoppte. Ich sah zu Publius, doch sein Gesicht war vollkommen ausdruckslos. Er schien fast so, als würde er gar nicht registrieren, was hier passierte. »Sag doch etwas«, rief ich. »Wie kann dir alles egal sein, alles zu vergessen?« »Die lange Zeit, die folgt, in der ich nicht existiere, ist für mich von größerer Bedeutung als jene kurze Gegenwart, welche nichtsdestotrotz endlos erscheint.« »Was?«, fragte ich verwirrt. »Von Cicero«, grinste er und hielt mit kecken Grinsen meine Richtung. »Mit stoischem Denken hast du es nicht wirklich, oder?« »Nochmal was?« »Mach dir keine Gedanken, mein Freund«, sprach Publius mit einer Gelassenheit, die mir ehrlich gesagt einen Schauder über den Rücken laufen ließ. »Unsere Reise endet hier. Auf uns warten neue Aufgaben in einer anderen, wenn auch gleichen Welt.« Daraufhin sah er die hübsche Assistentin an und gab ihr ein verständliches Nicken, woraufhin sie zu ihm trat und ihm das Narkosemittel in den Oberarm spritzte. Ich sah mit eigenartiger Verwunderung zu, wie das Grinsen auf seinem Gesicht sich langsam zurückzog, als er einschlief. Die Assistentin fokussierte daraufhin ihre Aufmerksamkeit auf mich, nahm die Spritze und wollte mich ebenfalls einschlafen lassen, als ich rief, »Warte, eine Sache noch!« Erschrocken wich die Assistentin zurück. »Was? Was ist jetzt los?« fragte O'Callaghan etwas genervt. »Wenn ihr schon meine Gedanken und die meines Vaters zurücksetzt, dann habe ich eine Bitte.« »Und die wäre?« fragte der Doktor, immer noch genervt, dass ich, aus seiner Sicht, seine wertvolle Zeit vergeudete. »Könnt ihr ihn meine Mutter vergessen lassen? Ich möchte, dass er endlich wieder glücklich wird. Ich habe nämlich beobachtet, wie er des Öfteren sehr eindeutig mit Miss Trudy aus dem Buchladen gesprochen hatte. Aber ich denke, seine Erinnerung an meine Mutter hindert ihn daran, den entscheidenden Schritt zu tun.« Die Assistentin, wie auch die Kollegen, schauten mich erstaunt an, dann in Richtung des Doktors, eine Reaktion von ihm erwartend. Nach einer Zeit, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, sprach er zögerlich: »Eigentlich dürfen wir uns nicht in die Angelegenheiten der Kuppelbewohner einmischen. Jedenfalls nicht, wenn es kein absoluter Notfall ist.« »Aber?«
fragte ich mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Aber, gab der Doktor von sich, ich werde mit dem Vorstand reden. Vielleicht können wir in diesem Fall eine Ausnahme machen. Ich lächelte ein wenig, als ich das hörte. Dann tat ich es meinem nun fest schlafenden Freund gleich, nickte und ließ die auf der Höhlenwand dargestellte Schwärze über mich kommen. Hier endet die Erinnerung des Subjekts Carley McEwan. Eine wirklich fantastische Erinnerung. Nachdem wir ihm die erforderliche Dosis verabreicht hatten, formten wir seine Erinnerung nach gewohnter Manier um, sodass er sich nicht mehr an all dies erinnerte. Was seine Bitte anging, nun, wie ich gesagt hatte, dürfen wir uns eigentlich nicht direkt in das Leben der Bewohner einmischen. Aber in diesem Fall wurde uns erlaubt, eine Ausnahme zu machen. Der Grund? Dieses Mal war die Bettlegung, wie wir es nennen, etwas Besonderes. In den meisten Fällen, wenn wir eine derartige Prozedur durchführen müssen, wehren sich die Subjekte häufig energisch. Sie zeigen keine Einsicht, obgleich der Tatsache, dass wir ihnen in keiner physischen Weise wehtun oder sonst irgendwie behandeln, das nicht dem Protokoll entspricht. Sie schreien, spucken, pöbeln uns an. Anfangs machte ich mir diesbezüglich noch zahlreiche Gedanken. Heutzutage behandle ich sie einfach wie Trollkommentare im Internet. Lesen, vergessen, weitermachen. In diesem Fall war es jedoch anders. Auf eine merkwürdige und verdrehte Art und Weise bin ich stolz, dass das Projekt zwei so gewitzte, schlaue und vernünftig junge Männer hervorgebracht hatte. Ehrlich gesagt, hatte ich in der Zeit zwischen der Ergreifung außerhalb von DS-8000 und ihrem Erwachen sogar mit dem Gedanken gespielt, sie wieder in die Kuppel zu schließen, nur um dank ihrer Erinnerung zu sehen, was weiterhin geschehen würde. Doch Protokoll war nun mal Protokoll. Aber da er sich nicht aufgeführt hatte wie ein wahnsinniger Irrer, hatte ich mich nach der Bettlegung mit dem Vorstand beraten. Ich erklärte ihnen die Situation und führte Aufnahmen der Unterredung vor, um ihnen zu zeigen, was ich meinte. Zunächst waren sie skeptisch, doch dann gaben sie ihre Zustimmung. Immerhin würde es nicht das gesamte Experiment beeinträchtigen, wenn ein alleinerziehender Witwer wieder eine neue Liebe fände. Hier endet mein Bericht des Vorfalls, der sich am 28. März 2270 zugetragen hatte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Leonard Oaken, Dr. Gavin Lester und Dr. Mary Ann Blaneth, welche zusammen mit mir das Projekt an diesem Tag geleitet haben.